Ja, herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV zu einer weiteren Folge Eingeschenkt TV im Gespräch. Wir haben heute die große Ehre, in den Privaträumen zu Hause bei Herrn Justin Sonder zu sein, der ja vor kurzem in Chemnitz die Ehrenbürgerwürde verliehen, beziehungsweise es wurde erstmal abgestimmt und am 21. April erfolgt jetzt 17 Uhr im Ratssaal in Chemnitz die offizielle Laudatio. Und es ist uns eine große Ehre, heute bei Ihnen drehen zu dürfen, weil gerade dieses Thema Verbrechen der NS-Zeit, der Holocaust etc. ein Thema ist, wo ich froh bin, dass ich jemanden erleben darf, der das selber erlebt hat und Ihnen dazu Fragen stellen darf. Also ich bin da ganz, ganz glücklich, dass wir heute hier sein dürfen. Dafür vielen Dank. Ja, vielleicht können Sie oder können wir so anfangen. Sie sind 1925 geboren. Ja. Und auch in Chemnitz. In Chemnitz. In Chemnitz. Und vielleicht können Sie erstmal so ein bisschen uns erzählen, wie war denn die Kindheit? Wie verlief das so, bis es dann ja, ich habe mit den Eltern friedlichen Zeiten gelebt im Zentrum von Chemnitz. Bin hier zur Schule gegangen. Meine Mutter ist schwer krank geworden, also musste ich nach Bayern runter, nach Franken. Wurde eingeschult in Franken und bin dann später, war zu viel für die Großeltern, ins Kinderheim nach Leipzig gekommen. Und meine Mutter ist geheilt worden und 1938 war ich wieder in Chemnitz. Kurze Zeit später war ich Zeitzeuge, wie in der Pogromnacht, ja, die Schaufensterscheiben von dem großen jüdischen Warenhaus Schocken zertrümmert wurden und wie SS-Leute, SA-Leute und manche Männer in Räuberzivil sich groß getan haben und rumgebrüllt haben. Und das habe ich von meiner Wohnung aus, von unserer Wohnung aus gesehen, weil die bloß 40, 50 Meter entfernt war von diesem Geschehen. Und das war die Pogromnacht. Ja. Ganz in der Nähe hier wurde ein Geschäftsführer des Warenhauses, jüdischer Warenhaus Dietz, ermordet. Das war, ist auf der Weststraße Nummer 13. Heute trägt das Haus eine Gedenktafel. Ja. Das Joggen, das ist mitten in der Stadt, ne, bei der Zentrale. Das ist die, so heute ein. Dort war das. Heute ist das Museum. Museum. Ja, das ist auch von Bomben nicht getroffen worden. Mhm. Dagegen das andere Warenhäuser alle, ja, aber Schocken nicht. Und dort ist das passiert. Ja. Mhm. Ich habe gelesen, Sie mussten dann, wir sind jetzt 1938 so, da ging es auch los, dass Sie dann den Zusatznamen Israel tragen mussten. Stimmt das? Habe ich im. Wann? 38? Ja, stimmt. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Da mussten alle jüdischen, alle Menschen jüdischen. Also die Frauen Herkunft bekamen den Zusatznamen Sarah. Ja. Und das nationalsozialistische Hetzblatt, antisemitische Hetzblatt der Stürmer, Erscheinungsort Nürnberg, hat diesen Namen und diese Leutchen mit Sarah durch den Kakao gezogen. Mhm. Und die Jungs und die Männer erhielt den Zusatznamen Israel, hat mit dem Staat im Vorderen Orient nichts zu tun, ja, sondern hätten auch andere jüdische Namen nehmen können, die aus der Bibel schon, ja, geschaffen worden sind, diese Namen. Also sie haben sich aber auf Israel. Ja, und jetzt musste man unterschreiben, wenn gefragt worden ist, wie heißen sie, dann hieß es eben Justin Israel Sonder. Also es, ja, musste eingefügt, ja, werden. Justin, ja, Israel, ja, Sonder. Ja, genau. Okay. Damit sozusagen für alle gleich klar war. Ja, in den Pässe kam ein J rein. Okay. Und damit auch da gleich gemerkt wird, aha, wir haben es mit einem deutschen, jüdischen Bürger zu tun. Ja. Die waren ja alle deutsch. Ja. Also ja. Ich will von meinem Vater berichten, also der war Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg, EK-Träger. Eiserne Kreuz hat er. Ja, 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 sicher. Also für Deutschland war gekämpft ganz, im Ersten Weltkrieg. Ganz auf Deutsch, war Deutscher, hat, ja, sich was ganz anderes gar nicht mehr vorstellen können. Nur eine andere Religion. Ja. Ja. Okay. Wie muss man sich das aus heutiger Sicht vorstellen? Da waren Sie dann so 13-jährig. So. Gingen also zur Schule ganz normal und jetzt mussten Sie diesen Zusatznamen tragen. Naja, wir flogen aus den Schulen. Okay, schon 38?
Ja. Hier in Chemnitz. Und okay. Jetzt kommt eine makabre Geschichte. Die wussten mit uns Kindern nichts anzufangen und haben ein Schauer errichtet auf dem jüdischen Friedhof zwischen zwei Gräberfeldern. Mhm. Da war ausgespart für weitere Gräber ein Stück Rasen, dort wurde ein Schauer errichtet, und so dass ich dort mit anderen Kindern von Frühjahr 1939 bis Ende 1939 unterrichtet, in Anführungsstriche, wurde. Also Sie wurden auch dazu selektiert? Ja, schon, ja, sozusagen, ja. Abgesondert? Ja, ja, immer. Ja, ja. Also das okay. war dann, ja. Und aus dem Wort Aria wurde abgeleitet arisieren. Wir werden arisieren. Das heißt, deutsche Großbetriebe wie Simson Suhl zum Beispiel, die in jüdischer Hand waren, die Besitzer, wurden aufgelöst, enteignet, das ist das richtige Wort. Und das floss in die, zumeist in die deutsche Rüstung. Ja, okay. Und welche Übergriffe gab es zu dieser Zeit? Welche Angriffe gab es zu dieser Zeit, die Sie persönlich erlebt haben? Naja, also, an der Tagesordnung waren Hausdurchsuchungen, ja. Wohnungsdurchsuchungen. Und dann begann 1938 bereits die Ghettoisierung. Das heißt, die jüdischen Familien mussten ihre Wohnung verlassen und mussten sich dort ansiedeln, wo die Besitzer noch jüdische Bürger waren. Und man rechnet damit, dass in Chemnitz ungefähr 20 solche Häuser existierten. Wir flogen auch aus unserer Wohnung und mussten zu uns in der Zschopauer Straße, ja. 74 ja. ansiedeln. Und dort bekamen ein Zimmer, da mussten die Küche teilen, soweit vorhanden ein Bad und natürlich die Toilette. Und jetzt konnte die geheime Staatspolizei, abgekürzt Gestapo, auch in Nachtzeiten Durchsuchungen durchführen, Festnahmen, machen das viel gar nicht mehr auf. Wurde schon alltäglich? Ja. Okay. Und solche Häuser, also ich habe sie nicht nachgezählt, aber Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen, sagen, also rund 20 solche Häuser muss es in Chemnitz gegeben haben. Ja. Okay. Und 41? Nee, 43, wann sind Sie? 41 sind Sie verhaftet worden? Ich bin 43. 43. Meine Eltern sind 42 verhaftet worden und sind in das Konzentrationslager Theresienstadt gekommen. Okay. Und von dort aus wurden sie nach Auschwitz überstellt, Anfang Januar 43. Und meine Mutter ist sofort bei Ankunft vergast worden. Also getötet worden, ermordet worden. Ist in Theresienstadt? Nein, nein. Von der Theresienstadt ging die Transporte nach Auschwitz. Und dort ist sie gleich beim Transport 30. Januar 1943 bei Ankunft sofort in die Gaskammer gegangen. Vater nicht. Mein Vater hat sich jünger ausgegeben bei der Ankunft in Auschwitz und ist aufgenommen worden und hat dort arbeiten müssen, Zwangsarbeit. Ja. Wie haben Sie denn davon? Sie waren aber noch gar nicht. Ich habe nicht davon erfahren. Ja. Das ist im Nachhinein. Im Nachhinein ist mir das bekannt geworden. Und ich bin im Januar 1943. Als ich das Haus verließ um 6 Uhr früh, ich durfte gar nicht eher raus. Ich hatte Haussperre jeden Tag von 20 Uhr bis früh 6 Uhr. Und als ich das Haus verlassen hatte, um zur Zwangsarbeit zu gehen in einen Rüstungsbetrieb, standen zwei Gestapo-Leute vor dem Haus und mit gezogenen Schusswaffen, Pistolen, und erklärten mir, du bist verhaftet. Wir machen von der Schusswaffe Gebrauch, wenn du abhauen willst. Ich kam in Untersuchungshaft in Chemnitz und zwei Tage später nach Dresden. Dort stand ein sehr großer Güterzug. Die Sachsen kamen in den letzten Waggon. In jeden Waggon kam ein Eimer für den Notdurft rein. Und es gab kein Wasser, es gab kein Brot, es gab nichts. Also
In der ersten Stunde, wie wir mit dem dunklen Waggon waren, haben wir uns so unterhalten. Dann wurde auch das weniger. Wir wussten gar nicht mehr, ob es Tag und Nacht war. Wir fuhren ein paar Tage. Und in der Nacht zum 3. März 1943 kamen wir auf einer schneebedeckten weißen Fläche an, hell erleuchtet. Die Kommandos jagten nacheinander, die einen sagten, die Männer hierhin, die Frauen dahin, die Kinder. Und die Kinder schrien nach der Mama und die Frauen riefen nach den Männern und sie suchten sich gegenseitig. Und zwischen diesen Leuten hindurch waren SS-Leute mit Hunden. Und dann habe ich gehört, wie die gesagt haben, einzeln vortreten, Beruf nennen und Alter. Der Name spielte schon keine Rolle mehr. Und wer da gesagt hat, 46 Kaufmann, Handbewegung nach rechts, Maurer nach links, Schlosser nach links. Das heißt Menschen, die einen handwerklichen Beruf hatten, die also handwerklich tätig werden. Ja, da habe ich gedacht, also, da das wenig waren, die nach links kamen, habe ich betont, bin vor. Hacken zusammen, das habe ich hier bei der Gestapo, hat man mir das beigebracht, wie man mit den SS-Offizieren spricht. Ich bin vor, habe die Hacken zusammengehauen und habe gesagt, 17 Jahre Monteur. Ja. Und der leitende SS-Offizier sagte zu mir, es folgte keine nach rechts oder nach links, sondern sagte mir, hast du noch Verwandte in Deutschland, leise? Ich so, ja. Und wer ist das? Meine Tante. Wo wohnt die? In Chemnitz. Du bleibst stehen. Und dann habe ich zugehört und zugesehen, was sich im Laufe der Zeit abgespielt hat. Während Sie dort warten mussten und gesehen genau, haben, wie die Leute nach links und nach rechts selektiert wurden. Ganz genau. Und, und das ging eine Stunde, anderthalb Stunden und der geringste Teil ging nach links. Mhm. Und dann kam er zu mir und sagte, weißt du was, du schreibst jetzt deiner Tante, dass du gut angekommen bist. Und da sagte ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich angekommen bin. Das werde ich dir schon sagen. Und ich habe schreckliche Angst gehabt. Das war überhaupt nicht meine Tante. Ach so. Das war eine gütige, christliche Frau, die in dem Haus gewohnt hat. Und war so wunderbar zu uns Kindern, auch zu den jüdischen Kindern. Und das war gang und gäbe, dass ich zu ihr Tante Hanne gesagt habe. Wahrscheinlich hieß sie Johanna. Und also die Karte muss weg. Du schreibst auf meinen Rücken. Also der spätere Häftling hat auf den Rücken des hohen SS-Offiziers geschrieben. Ich diktiere, hat er zu mir gesagt. Bin gut im Arbeitslager Monowitz angekommen. Monowitz war ein kleines Dorflein bei Auschwitz, ein polnisches Dorflein. Dieses Dorflein wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und auf diesem Areal baute die IG Farben Buna auf. Und Buna brauchte Arbeitskräfte, die Masse waren Häftlinge. Und es gab dann polnische Zwangsarbeiter, sowjetische Zwangsarbeiter, russische Zwangsarbeiter und ein kleiner Teil britischer Kriegsgefangener. Also das waren die Arbeitskräfte, die dieses Riesenwerk, Kombinat möchte ich sagen, aufgebaut haben. Und als ich die Karte zu Ende geschrieben hatte, er hat sie abgenommen, hat er mich auf einen LKW, wo schon andere Häftlinge waren, draufgehauen mit Kolbenschlägen. Und dann kamen wir an in Auschwitz III. Ja. Das ist ein paar Kilometer entfernt von Auschwitz I, Monowitz. Okay. Was glauben Sie denn aus heutiger Sicht, warum Sie diese Karte haben schreiben müssen? Was war da der Sinn dahinter? Was wurde beabsichtigt? Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen,
man wollte der Heimat sagen, Leute, ihr könnt getrost dahin fahren, das ist ein Arbeitslager. Okay. Da könnt ihr arbeiten. Ich habe auch nicht, ich habe Auschwitz, dieses Wort, nie vorher gehört. Okay. Ich kannte Dachau, ich kannte Sachsenhausen, ich kannte Oranienburg, namentlich. Namentlich. Aber Auschwitz kannte ich echt nicht. Also, das war also auch vom Namen nicht? Auch nicht vom Namen, gar nicht. Und vielleicht kann ich mir da gerade noch einen Sprung machen. Die hatte 1944, im Spätherbst 1944, nach dem Abendappell, hat man mir gesagt, sofort in der Poststelle des Lagers melden. Und da bin ich mit gemischten Gefühlen in die Poststelle gelaufen. Das war nach dem Tore, also ich musste durchs ganze Lager laufen, weil ich wusste, dass in der Poststelle die geheime Staatspolizei des Lagers saß. Mhm. Und bin dort reingekommen und man hat, ich habe gesagt, ich soll mich hier melden. Ja, haben die gesagt, Funktionshäftlinge, zwei Funktionshäftlinge. Wer bist denn du? Nicht nach der Nummer, sondern ein richtiger Name. Und dann habe ich meinen Namen genannt, insbesondere. Und da haben die gesagt, na, du hast eigentlich, du hast von der Heimat ein Bäckchen bekommen. Das war unvorstellbar. Also sowas habe ich überhaupt nicht erlebt. Und auf dem Schuhkarton großes Bäckchen habe ich in meinen Block zurückgetragen auf der Lagerstraße und habe gesehen, wer hat mir denn das Bäckchen geschickt? Alle, ich wusste, dass alle meine Verwandten inzwischen im Lager waren bzw. ermordet wurden. Das war mir schon bekannt. Woher? Während Sie im Lager waren, war Ihnen das bekannt? Ja, ist mir bekannt. Also hier gab es kein Überleben. Ja, okay. Deshalb habe ich geschlussfolgert. Geschlussfolgert. Und dann habe ich gelesen, Dr. Med. Otto Jäger, Chemnitz, Friedrich-August-Straße. Es ist dort ungefähr, wo heute die Post ist, war die Friedrich-August-Straße. Und Dr. Jäger war mein Kinderarzt. Mhm. Was ich nicht wusste, war, er war im deutschen Widerstand gegen Nazis. Und was ich auch nicht wusste, war seine Frau, eine weit über Sachsens Grenzen hinaus bekannte Frauenärztin Barbara von Rente, auch im deutschen Widerstand. Es war toll. Und nach dem Krieg habe ich mich natürlich in Chemnitz bei Adelsberg bedankt. Es war nicht viel drin, ist egal. Und wenn gar nicht drin gewesen wäre, hätte ich mich auch gefreut, dass man an uns noch denkt. Und ich kenne keinen zweiten Fall, der Päckchen bekommen hat. Nee, das wundert mich jetzt auch gefahren. Ja. Und ich ärgere mich noch heute, dass ich die Leute nicht gefragt habe, darf ich mich bedanken? Ja. Vielleicht wäre das auch noch durchgegangen. Ja. Also das sind die Situationen, wo man sagt, manchmal kann man überleben durch Zufall, durch Glück. Und ja. Das heißt sozusagen, wenn ich Sie richtig verstehe, durch die Karte, die Sie am... Ja. Geschrieben haben. Gar nicht anders. Wusste jemand, dass Sie in diesem Lager sind so und hat dann es. Sozusagen an Sie adressiert, aber ja. Eben nach, was sagten Sie, Monnewitz? Bei Monnewitz. Auschwitz 3. Ja, das ist sozusagen ein Teilbereich. Ja. Zurückadressiert ja. Und dort haben Sie sozusagen als einer der wenigen so ein Päckchen gekriegt. Ja. Was war da drin? Das fragen immer die Jungs, wenn ich es erzähle. Da war drin zwei Päckchen Zwieback, ein bisschen Schokolade, zwei Scheiben Sandkuchen oder was es war und dann waren zwei Maggi-Suppen. Mhm. Also, das war schwer, die zu verwerten. Mhm. Heißes Wasser, naja gut, ja, kann man schon mal aufträumen. Ja. Das ist wirklich verwunderlich, ne? Dass da sozusagen ja, dass Sie da ein Paket kriegen. Ich habe mich dann auch mit welchen aus Verantwortlichen, die heute noch im Lager zu tun haben, also internationale Leutchen, ja. Die haben gesagt, das ist das Erste, was wir hören. Ja. Der Clou wäre gewesen, ich hätte die Karte bekommen, wieder. Ja. Aber das war nicht so der Fall. Ja. Also die Adressaten der Karte haben das Päckchen zurückgeschickt. Das war sozusagen diese Tante, was ich sage. Ja, die Tante hat es nicht. Der Kinderarzt hat erfahren von dieser Karte. Von der Tante, von dieser, was Sie gesagt haben, das ist wie meine Tante. Die Tante im Anführungsstrichen. Die hat es dann, genau, was wie eine Tante waren. Die hat es dann sozusagen dem Kinderarzt mitgeteilt und dann hat er dieses Päckchen ausgelöst. Ja. Okay.
Also war groß, also, und alles hat gestaut, da bringt der Bexen. Also es war ja so groß war es ungefähr. Wenn, wenn wir jetzt so zurückgehen, nochmal zu dieser Einstellung, Sie stehen dort und werden, es gibt eine Gruppe, die geht links, es gibt eine Gruppe, die geht rechts. Na, die Masse ging, ich will mal die rechte, die rechte Gruppe war die Masse. Ja. Und die wussten wir nicht, das wussten sie nicht. Wo es hingeht. Wir hatten noch eine Lebenserwartung von 120 bis 180 Minuten. Sie wurden noch in gleicher Nacht durch Zyklon B, ein Granulat der IG Farben, getötet, vergast. Ist das was, was Sie sich, was sich dort im Lager schon erzählt wurde? Dass Sie gesagt haben, pass auf, die und die, die dorthin gehen? Oder dass, dass dann im Lager das gemunkelt wurde, die, die nein, damals rechts gehen mussten? Am wurden? Ersten Tag, nachdem ich meine Nummer erhalten habe, und Auschwitz war das einzige Lager, was tätowierte, wo, ne? Wo die Nummer tätowiert worden ist und wo auch Selektionen stattfanden. Also ich kann mich nicht, ich weiß nicht von anderen Lagern, dass Selektionen zu Tode führten. Von vornherein meinen Sie? Ja, von vornherein. Also, und jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ja, wir kommen wieder rein, ist alles ist ja. Kein Problem. Wir finden, ob, sich, ja, mit dem, ob das gemunkelt wurde, ob Sie davon so im Lager schon so, ob da gemunkelt wurde. Ach so, nein, wir waren bei der Tötung von den genau. 180 Minuten, die sind noch also in gleicher Nacht ja. Umgebracht worden. Wie viel das waren? Also es haben überlebt, in der ersten Nacht haben überlebt 555 Männer und 145 Frauen. Der weit größere Teil, man sprechen mit ungefähr 800 wahrscheinlich, sind also noch in gleicher Nacht in die Gaskammer gegangen und durch Zyklon B haben wir das. Das sind jetzt Zahlen, die sozusagen im Nachhinein dann... Die sind im Nachhinein... Was meinst du? Ach so, die erste Nacht eines Transports. Also wenn ein Transport kam, dann wurden in der ersten Nacht von einem solchen Transport so und so viele... Ja, ja. Das meinen Sie? Ja, und da war das meiner Meinung nach sogar sehr hoch. Das war, dieser Transport nannte sich bei der SS auch Fabrikaktion. Ja. Da hat man die letzten, die noch in Rüstungsbetrieben gearbeitet haben, rausgeschmissen und hat sie praktisch auf Fahrt nach Auschwitz gebracht. Ja. Also es nennt sich diese ganze dieser Transportfabrikaktion. Ja. Okay. Und Sie sind dann, haben gesagt, weil Sie schon vermuteten, dass Sie das schützen könnte, so habe ich es verstanden, dass Sie gesagt haben, 17, die ja, hatten zusammen ja, genau. Monteur. Ja, ja. Und das war sozusagen Ihre Rettung, kann man das so sagen? Das war meine Rettung, ganz genau. Ja. Ja. Und dann sind Sie nach links gestellt worden, ja. Nachdem Sie die Karte, ja, ja. Die Karte geschrieben haben. Ja. Ja. Und wie ging es dann weiter? Naja, und dann war, waren wir also dort, hat am nächsten Tag eine Nummer bekommen, man musste exerzieren lernen. Also am ersten Tag wurde dann die ja, Nummer wurde tätowiert. Reingemacht, dann musste man exerzieren lernen und dann war am nächsten Morgen früh Appellplatz und dann, und das waren die vielen hunderte Neuzugänge, die wussten mit uns auf der Arbeitsstelle nicht sofort was anzufangen, waren zu viel. Aber damals war es noch so, dass ein Kordon SS-Leute um uns herum waren. Also wir standen da, es war Winter, es war Polen, wir hatten keinen Mantel, ja. Nur einfaches Gelumpe. Dann, ich habe Folgendes, ich habe eine Uniform noch. Ja. Die würden wir gerne im Anschluss vielleicht uns noch mal im anschauen, Anschluss. Wenn wir dürfen. Ja. Ja. Aber die ist nicht meine, ja. Sondern die hat uns eine Witwe zur Verfügung gestellt, weil die wusste, ich gehe immer in Schulen. Ja. Und da bringe ich immer diese Häftlingskleidung mit. Ja. Und hänge sie dann auf. Also, ich, also gut, hinterher. Sehr schön. Ja. Jetzt der. Ach so. Ja, die wusste mit uns nicht anzufangen. Und dann kam ein Häftling vorbeigelaufen.
nach dem Aussehen heute würde ich sagen, ein Funktionshäftling. Und das ein Kapo. War das die Kapo? Ja, er war besser angezogen. Ja. Klamotten waren besser. Ja. Und er sagte im besten Sächsisch, ist denn auch einer von Chemnitz dabei, von den Neuen? Ich habe das gehört, ich habe aber mich hat gefroren. Und einer sagte, wir müssen einen Chemnitzer haben. Wo ist denn der Chemnitzer? Rief er wieder. Ja. Und da habe ich gesagt, hier bin ich. Und da kam er her und sagte zu mir, Erste, was er sagte, frierst du? Mhm. Ich sage, ja. Und zog sich aus. Er war hatte schon was organisiert und gab mir ein Westover. Und sagte zu mir, ihr seid ja alle im Block 10, ihr 9. Ich sage, ja. Und heute Abend kommst du mal in Block 12. Du brauchst bloß nach Max zu fragen. Das habe ich auch gemacht. Konnte man das einfach so mal rübergehen in den anderen Block? Und ja. So eine Art Besuch? Das war ging. Das so frei, dass man ja, da das raus ging. Aus dem ja, Block rein? Ja, und ja, ja das ging. Ja, das ging. Ich habe mir das immer so vorgestellt, nee, dass das ging. Wie straffe Ausgangssperre, ja. Bewacht die Tür. Nein, nein. Also Sie konnten innerhalb von vom Lager Auschwitz konnte ich, Sie von Baracke zu Baracke gehen? Das konnte man. Okay. Ja. In bestimmten auf alle Fälle bin ich dann in den Block gegangen und dann habe gesagt, ich möchte zu Max. Und die haben halt gerufen, Max, du bekommst Besuch. Und Max hat mich empfangen, war politischer Häftling und sagte, ich vertraue dir jetzt mal etwas an. Wir leben so lange hier in Auschwitz, solange wir arbeiten können. Und ich vertraue dir jetzt an, dass es Selektionen gibt. Da haben Sie das gemerkt. Wusste niemand, ja. Nur ich wusste das. Du sagst zu niemand ein Wort und ich sage dich, sage dir, hat er zu mir gesagt, wie du dich verhalten musst bei einer Selektion. Wie du laufen musst. Du musst so laufen, dass du kräftig erscheinst. Ja. So. Das heißt also, Sie haben zwar mitbekommen, dass da Menschen nach links und nach rechts gestellt wurden. Also, dass das sozusagen. Aber dass die ermordet wurden, habe ich nicht. Das wusste man nicht. Ach, nee, okay. Um Gottes Willen. Das wurde auch nicht gemunkelt im Nein, am ersten Tag gar überhaupt nicht. Ja. Also, ich wusste jetzt plötzlich als Einziger, dass es Selektionen gibt. Weil ihn das dieser, der Max hat mir das gesagt, der Chemnitzer Max, ja. Und dann muss ich mal einen Einspruch machen. Jetzt, ich war ja voriges Jahr im Februar, vor einem Jahr, Zeuge im Kriegsverbrecherprozess. Ja, in Detmold, ne? In Detmold. Und ich war von 3 deutschen Zeugen der Jüngste mit 90. Die anderen waren 94. Und die Vorsitzende des Gerichts sagte zu mir, Zeuge, können Sie dem Gericht darstellen, was eine Selektion ist? Hm. Und ich weiß, wie ich geantwortet habe. Ich sage zu ihr, ich bin der deutschen Sprache nicht mächtig genug, das darzustellen, was ich innerhalb von Sekunden abspielt über Leben und Tod. Hm. Einer, der da vorbeigelaufen ist, habe ich gesagt, der Gang war schleppend und mühevoll. Und schon der ganze Habitus des Menschen war das eines kranken Menschen, da nach altem römischen Recht der SS-Arzt den Daumen nach unten gedrückt, das heißt Tod. Und so, du kannst weiter Arbeitssklave bleiben. Also das habe ich da dargestellt. Und das ist auch eigentlich, was ich den Schülerinnen und Schülern, den Abiturienten schwer vermitteln kann, was es heißt, innerhalb von Sekunden wird entschieden über Tod und Leben. Also Sie haben oft als Zeuge gesehen, wenn ich Sie richtig verstehe, wie der Daumen gesenkt. Ja, oder, sicher. Das haben Sie so im alltäglichen, man konnte es sehen. Im Alltag. Man da läuft einer vorbei, der ist nicht mehr, und dann wird der Daumen gesenkt. Das haben Sie oft genug gesehen? Das habe ich oft genug gesehen, okay. Ja. Da machten die auch gar kein Geheimnis. Innerhalb von den nächsten 2 Stunden war der tot. Der Blockälteste sagte, beeilt euch, vor dem Block steht schon der LKW, aufsteigen. Also das war gang und gäbe. Wo ging der LKW dann hin? Nach Birkenau.
In Monowitz, Auschwitz III war keine Möglichkeit. Ja, schießen ja, aber vergasen. Die Gaskammern standen in Auschwitz I. Oder so eins. Ja, genau. Ja. Naja, zentral. Ja. Ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe. Ja. Und wurde das dann so im Verlaufe, Sie waren ja dort immerhin bis zwei Jahre. Ja, ne? Ja. Also, und ist da mal dieses Gerücht durchgekommen, dass da mal gesagt wurde, hier, weil dieser Max sagte Ihnen ja. Ja, es ist so. Bis zum Arbeiten, ansonsten. Man zählte schon als alter Häftling, wenn man 3 bis 4 Monate in dort. Auschwitz überlebt hat, dann zählte man schon als alter Häftling. Ja. Und dann diese alten Häftlinge. Haben alle gewusst, dass vergast wird. Und das haben die sich untereinander erzählt? Ja, ja. Wir haben das zickerte durch und das, die sind ja weggegangen. Ja. Mit denen man gestern noch zur Arbeitsstelle gegangen ist, da war weg. Wo ist er dahin? Auschwitz vergast worden. Ja. Das wurde also so auch, unter den Häftlingen, ja. Wie weit waren die Vernichtungslager weg von Ihnen, von Ihrem Lager, in dem Sie dort? 5-6 Kilometer. 5-6 Kilometer. Nicht weit. Das gehörte alles. Es war ringig. Ja. Bin ja mit dem Bundespräsidenten mal als Ehrengast gefahren. Ne? Und sind mir 20 Minuten um Auschwitz I gefahren. Also, ich habe selber nicht gedacht, dass das so groß ist. Habe ich nicht gewusst. Hat man das auch sehen können, sagen wir, am Rauch, dass da... Da waren wir schon zu weit weg, Monowitz. War schon zu weit. Das war schon 5 Kilometer, 6 Kilometer. Ja, das habe ich nicht. Also Sie haben das immer nur so, sozusagen... Ja, ich habe das nicht erlebt. Ja. Wurde gemunkelt und wurde erzählt. Naja, das war schon... So und dann fehlte noch einer und noch einer und noch einer. Und das sickerte durch. Man wusste genau, die werden umgebracht. Die Menschen werden umgebracht. Ja. Mit dem ich bin mit... An diesem Januartag oder Februartag waren wir 16 Verhaftungen in Chemnitz. Ja. 15 sind ermordet worden. Einer hat überlebt. Das waren Sie. Ja. Ja. Was wurde denn dort gearbeitet, wo Sie waren? Das war Schwerstarbeit. Also ich will mal so ein Kommando oder ein, zwei Kommandos mal aufzählen. Ich wurde zugeteilt einem Kommando Zementsäcke tragen. Von einem Waggon aus sollten die Säcke vielleicht 50, 60 Meter, nicht mehr, in die Lagerhalle getragen werden. Das ist für einen 17-jährigen Jungen, so alt war ich, bei guter Ernährung machbar. Mhm. Bei mangelhafter Ernährung, die wir hatten, ist das schon ganz schwer. Geschweige denn für einen 40, 50 oder gar 60-jährigen Häftling. Und wenn dann plötzlich das Kommando kommt, ab jetzt in Dauerlauf, dann wird es auch für einen jungen Menschen oder jungen Häftling zur Katastrophe. Der stürzt mit dem Einzentnersack um, dann wird er noch geschlagen mit Kolbenschlägen. Also das ist fürchterlich. Ja. Also es war eines meiner schlimmsten Kommandos, bei denen ich war, oder so ein Kommando, Kabelziehkommando. Das war das größte Kommando in Auschwitz, mit sage und schreibe 1000 Häftlingen. Und die 30 KV-Kabel, das sind solche Emse, und dann jeder hat so mindestens so 2 Meter, ungefähr 1,5, 2 Meter Kabel, Schwerstarbeit. Und wenn der gestolpert ist, ist er nicht alleine gestolpert, sondern hat durch die Gewicht sind 2, 3, 4 und dann kamen die Schläge rein. Also das war ein schweres Kommando. Von wie vielen SS-Männern wurden Sie da bewacht? In der ersten Zeit war zu jedem Kommando ein Ring SS-Leute. Und später wurde das eine sogenannte große Postenkette. Dann zogen die SS-Leute auf und haben das ganze Fabrikgelände, Buna, bewacht. Okay. Ja, wir sahen sie praktisch gar nicht mehr. Wie viel? Und so wie viel im Kontext? Aber es war so, wenn wir ausgerückt sind, haben sie sich in Spaß gemacht, in Kolonnen ausgerückt,
eine Mütze von einem Häftling zu nehmen und zu werfen. Und weil der Häftling die gesucht hat, hat er die Kolonne verlassen und wurde sofort erschossen. Also weil er ausgeschert ist? Weil er ausgeschert ist, wurde sofort erschossen. Und manche sind auch freiwillig in den Tod gelaufen, muss man auch ehrlich zugeben. Also gab es auch Suizide? Ja, Suizid gab es. Die Deutschen hatten den Vorteil verstanden, die Sprache. Wenn das Kommando kam, hinlegen, da lagen wir schon. Ja. Oder die Franzosen wussten das nicht. Jetzt haben sie auf die Franzosen eingeschimpft und die anderen haben geschossen. Also es war ein wildes Durcheinander. Ein Inferno. Ja, Inferno. Ja. Und auf der Arbeitsstelle selbst, man war froh, wenn man einen Vorgesetzte ein Cabo hatte mit roten Winkel. Also rote Winkel, müsste das holen. Also roter Winkel ist eine Markierung quasi. Ja, ich könnte das zeichnen. Ich hol's gleich mal. Wir gucken uns dann noch an. Okay. Also Sie haben uns jetzt mal zeigen, einige Sachen gebracht. Okay. Wie viel, alles Konzentration, Haupt- und Nebenlager. Das ist praktisch Europa übersät, also das heißt Zentraleuropa, an Konzentrationslager. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Auschwitz ist drauf, Monowitz ist drauf. Müsste hier unten hinten irgendwo sein. Auschwitz. Ja. Ja, also das... Es ist erstaunlich für die Jugend, das zu sehen, dass es so viel gab. Es geht ja nicht um ein oder zwei. Und das sind die Winkel, die ich mal raus. Das ist wieder zusammen. Die sind in allen Lagern. Das sind die Winkel, was Sie sagten. Ja, das ist überall gleich. Also ich zählte als politischer Gefangener. Hatte also rot mit drin. Ja. Ja, drehe ich das. Ist, so rum müssen wir es drehen. Also, und die Grünen, das sind alles, also Kriminelle. Mhm. Und die waren Handlanger der SS. Also, die haben die Funktion gehabt wie das Cabo oder Blockälteste und haben mit Latten und mit Knüppel reingeschlagen. Also wenn einer rot war, am gefährdesten waren die, wo ist rosa? Homosexueller? Ja. Also da verstanden sie überhaupt keinen Spaß. Deshalb habe ich mich nie in die Nähe von so einem Häftling gestellt. Dass ja nicht der Verdacht aufkommt, du bist ein junges Kerlchen, du hast was mit dem. Ne? Also das war, ja. Das war überall gleich, eine gleiche Sache in allen Lagern. Und dieser Capo, wo Sie sagten, dieser Max, ja, der hatte einen, der war jetzt rot, also deutscher politischer Schutzhäftling. Der hatte rot, ja. Nee, aber auch jüdischer Abstammung. Jüdischer politischer Schutzhäftling. Ja. Also rot-gelb. Hatte ja, rot-gelb. Okay. Und da wollten Sie was dazu erzählen gerade, wo Sie es holen gegangen sind. Sie wollten sagen, dieser Max, der hatte diesen roten Winkel. Also Max hatte zu mir gesagt, hat mir die Selektion erklärt, ganz offen. Und war Arbeiterjunge aus Chemnitz, aus dem Brühl, dann nahm auch praktisch keine Hand vor den Mund. Da sagte, wie du dich verhalten musst. Also der hat Deutsch gesprochen. Wenn du überleben willst, dann. Also da musst du dich verhalten. Hinherlaufen, wo es klar war, dass der ein Gas geht. Du kriegst das mit der Zeit mit. Das konnte man den Häftling... Wie hinterherlaufen, einer, der ans Gas geht, das habe ich nicht verstanden. Mit der Zeit hast du gemerkt, ja. Oh Gott, der macht nicht mehr lange. Ja, also der ist gefährdet, das ist einer der Nächsten. Der ist gefährdet und okay. Du machst, psychologisch gesehen, bist du dann ein ganz starker, wenn du hinter dem kommst. Ach so, okay. Also man hat sozusagen, um sich selbst zu schützen, so... Das hat ist man schwer gesagt, darzustellen. Ja, ja. Ich möchte es auch gar nicht so reinbringen, aber zum Gespräch sage ich das mal. Ja.
Ich habe darüber 20 Jahre, weil ich gesagt habe, Mensch, Gott, du hast dich hier eingestellt, der an den Tod ging und du hast doch die. Aber das können wir schon mit zeigen, so eine, also das, ich meine, ich finde es verständlich in dem Kontext. In dem Kontext finde ich es verständlich. Dass ich sage, man Überleben. Um sich selbst zu schützen. Um sich selbst zu schützen, richtig. Erhöht man den Kontrast, indem man sich hinter Menschen, die sehr, sehr verfallen, schon sehr, sehr fortgeschritten sind. Der ganze Habitus. Auch, das ist einer der nächsten, jetzt stelle ich mich hinter den, bin noch halbwegs. Wenn und damit ist der Kontrast im Lager größer. Hast du, ich habe einen aus meinem Kinderheim getroffen, einen Erzieher. Den habe ich angesprochen. Der hat zu Gott nicht mehr reagiert im Lager. Ich habe gesagt, ich habe ihn angesprochen und die Erzieherinnen hießen Tante im Kinderheim, damals, zur damaligen Zeit. Und die männlichen Erzieher hießen Onkel. Also ich habe heute noch so. Das ist heute noch. Tante so und so, Tante Evelyn, Tante Und dann habe ich ihn angesprochen im Lager, weil ich auch, Mensch, so und so. Und das war mir klar, also der macht noch ein paar Tage. Das könnte man. Schlimm. Also man hat dann man erlebt schon so ein Gefühl Tod. Dafür gekriegt, man hat das Gefühl wann der Tod zugreift, wann sozusagen wer der Nächste ist. Es geht nicht mehr. Okay. Wie war denn die Verpflegung dort? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, das kann ich, also früh gab es gar nichts. Früh gab es gar nichts? Eine Kelle Lorge. Ja. Was heißt Lorge? Die nannte sich Kaffee. Ach so, okay. Also jeder hat die Schüssel hier dran gehabt an der Hose mit dem Draht. Da haben ja nicht die Schüssel verloren geht, hätte man nicht mal bekommen können. Okay. Und einen Löffel hat er bekommen. Und dann war das Usus in Auschwitz, dass der Löffel so lange mit dem Stein an der Henkelseite bearbeitet wurde, bis er fast möglich war zum Schneiden vom Brot oder was. Okay. Aber das durfte man auch nicht übertreiben, dass die SS nicht gesagt hat, das ist eine Waffe. Ja. Also muss es immer noch Löffel darstellen. Und also das hatte jeder. Ja. Und ja nicht verlieren. Ja. Dann gab es keinen neuen. Nein. Also ja, ja. Also es gab und dann gab es, wenn du gearbeitet hast auf der Arbeitsstelle, eine ganz dünne Suppe, da hat man immer geguckt, dass man als Letzter mitkam, da blieben noch ein paar Kartoffelreste. Also. Und abends beim Einmarsch, nach dem Abendappell, gab es dann ein Stück Brot. Und dann habe ich mir immer von dem Brot so Krumel weggenommen in die Hosentasche gesteckt. Heißhunger in der Hosentasche Brot und nicht anrühren. Das ist die Selbstdisziplinierung, weil ich sage, ich brauche früh auch ein paar, zwei, drei Bissen. Das habe ich immer so gemacht und haben auch andere gemacht, aber die Masse nicht. Ja. Die Masse hat vor Hunger das Brot gegessen. Und dann gab es immer einen Klecks Margarine und wenn es gut ging, mal einen Löffel Marmelade. Und dann gab es auch mal einen Ring, also so eine so ein Ding, Leberwurst, also und dann eine Kelle Eintopf. Ja. Aber schlechtes Essen, mit einem Wort. Ich habe in dem autobiografischen Buch von Viktor Frankl, dem jüdischen Arzt aus Wien, da habe ich gelesen, er hat das Buch geschrieben, und trotzdem Ja zum Leben sagen. Zum Leben sagen. Geht durch das Konzentrationslager. Ja. Und dort werden Szenen beschrieben, dass es auch sehr von der Willkür abhing, bei diesen Essensausgaben sozusagen, ob man das Glück hatte, wie tief der Capo, der das meistens eingetaucht hat. Vollkommen dass es auch so ein bisschen nach Gesicht ging. Also wenn der da kam, nicht so leiden konnte, dann hat er oben abgeschöpft, dann war eben nur Brühe. Die Deutschen oder geht er tief waren rein, zwar eine Minderheit, aber sie waren ja nicht die letzte Reste Rüsten. Mhm. Also, und die meisten Capos waren ja Ganoven, Verbrecher und auch Deutsch. Also es war schon ein kleines bisschen... Ja. Ja.
Ich habe in Auschwitz eine Strafe bekommen. Eine Strafe? Schwere Strafe. Aber die habe ich mir selber zugeführt. Also dieser Max hat mich auseinandergenommen, mit Recht, völlig zu Recht. Ich wollte nicht zur Arbeit gehen. Da merkt man auch die Jugend. Und der Max sagt, du bist wohl wahnsinnig. Du hast die Arbeit verweigert. Das wäre dein Tod gewesen. Du spinnst wohl. Und die SS hat Folgendes gemacht. Eine Strafe, 25 über den Arsch. Also hieß die Strafe. Hosen runter. Und er hat sich selbst vollzogen. Und das Usus war... Der SS-Mann hat sie vollzogen. Ja. Das heißt, Mit einer Nilpferdpeitsche. Und der Häftling musste zählen. Laut zählen. Und ich habe das immer erlebt, auf dem Appellplatz wurden welche ausgezählt. Wenn der gesagt hat, 17, 18, au, hat er als S-Mann gesagt, wir waren erst bei 14. Und da habe ich mir gedacht, wenn dir das einmal wieder fährt, du zählst durch. Und ich habe durchgezählt. Und der SS-Mann sagte, Mensch, 25 über den Arsch. So ein Stahler gesagt. Und kein Muxer. Wer bist du? Wo kommst du her? Darf man ja nicht sagen, ich bin Deutscher, um Gottes Willen. Also ein Deutscher war nicht im KZ, also als Häftling. Ich bin in Deutschland geboren. Das ist hingestellt. Hätte ja gerade Fragen brauchen, so verhältst du bloß ein Deutscher. Also war das dieses dumme Gerede wieder. Jetzt bist du wieder ein Deutscher. Mhm. Nun passt mal alle schön auf, die hier rumsteht. Das waren alles Funktionshäftlinge. Haben zugeguckt. Wer 25 über den Arsch kriegt und keinen Muxer macht, bekommt ab sofort einen Schlag fressen jeden Abend mehr. Ist das klar? Jawohl. Und diese Ganoven-Ehre, mehr anders kann ich die nicht bezeichnen, wurde eingehalten. Okay. Und ich habe das nicht alleine gegessen. Also es war so eine Solidarität ausgeprägt bei vernünftigen Häftlingen. Ja. Ich habe natürlich auch 4-5 Löffel gegessen. Ja. Aber dann standen die schon Schlange, die wussten, Wochen später haben die schon gar nicht mehr gewusst, warum kriegt denn der ein bisschen mehr. Ja. Aber das war leider passiert im letzten Vierteljahr, sodass ich nicht in den Genuss kam. Also ich habe einen Schlag, ich habe ihn hingehalten, der hat geblutet und alles Mögliche. Und der Max hat mich auseinandergenommen, wie so mit Recht, völlig zu Recht. Aber der hat es durchgedreht. Ne? Wie haben Sie das verweigert? Haben Sie dann gesagt, ich gehe nicht mit? Nee, das war ganz anders. Nichts geht schneller in ein Lager, in Gefängnis oder Zuchthaus wie ein Gerücht. Ja. Auf dem Wege zum Frühappell. Okay. Schon auf dem Weg dorthin kam das Gerücht auf, es war Sonntag, heute müssen nicht alle arbeiten gehen. Und da habe ich mir gesagt, du bist dabei. War Gerücht. Dann wurden die Blöcke, standen mir an den Blöcken und dann kam immer, im Normalfall kommt das Kommando, Arbeitskommandos formieren. Ja. Das blieb diesmal aus. Wir wurden abgezählt und ich musste bei der ersten Kolonne mit hinaus und ich wollte aber nicht. Und kurz vorm Tor, Lachertor, hab ich so gemacht, als wäre ich gestolpert und bin in eine Pfütze hineingeflogen. Und die SS hat mich dort gehauen, aber ich musste wieder zu meinem Block. Ich brauchte nicht zur Arbeit. Und dann mein Block wurde plötzlich wieder gezählt und jetzt musste ich. Und da dreht es mich durch und da renne ich vom Appellplatz ins Lager zurück und die Horte hinter mir her. Die Horte von? Funktionshäftlingen. Ja. Aber eben die Grünen. Und dann hat der von der Umzäunung SS-Mann schon sein Maschinengewehr gedreht. Da bin ich stehen geblieben und dann ist das passiert, diese Schläge. Ja. Ja. Okay.
Wir reden ja schon so ein bisschen über Verpflegung und mich würde mal so interessieren, ergänzend zu dem Thema Verpflegung, sowas wie Ausstattung, sowas wie, wie war so ein Tagesablauf? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war so ein klassischer Tagesablauf in Auschwitz? Wann ging das los? Wie ging das los? Ja, es ging sehr zeitig los. Wie zeitig? Also in der fünften Stunde. Fünfter war wecken. Ja, und dann hat die SS den Spaß daraus gemacht mit dem sogenannten Bettenbau. Bettenbau? Betten, die Betten. Ja. Das waren Strohsäcke und dann war eine Decke drüber und die musste eben auf Kante sein. Und dann kamen die SS-Leute rein und sagten, das nennt sie Bettenbau. Ja. Neu anfangen. Und das nennst du Bettenbau. Und gleich mit Schläge. Also so. Bis das so ging es ungefähr los. So ging der Morgen los. Ja. Und dann war Bell und dann wurden die Zahlen weg sauber gemacht, die nachts in Draht gelaufen sind. Die kamen gar nicht bis dorthin. Die sind schon einen Meter vorher, sind sie schon erschossen worden von den Posten. Ja. Die sind gar nicht bis zum Draht gekommen. Und dann kam das Kommando, Arbeitskommandos formieren. Also jetzt rannte alles durcheinander, suchte sein Kommando. Wie ich vorhin gesagt habe, Zemenze. Ja, und Max wurde Cabo. Der grüne Cabo ist ein Sonderkommando an die Front gekommen. Mit Häftling, also und Max wurde Cabo. Und Max hat gesagt, ich hol dich in mein Kommando. Mhm. Das war natürlich die halbe Miete. Glück sozusagen. Das war Glück. Das war ein Stück des Überlebens. Ja. Dann konnte ich auch mal mit einer Schaufel 5 Minuten ausruhen, stehen. Und dann, das war wertvoll für mich. Und Max war ein toller Cabo, also war Kommunist und war ein wunderbar Mensch. Ja. Und es gab ein Signalwort in Auschwitz. Ich weiß nicht, ob das in anderen Lagern auch war, aber das Signalwort war 18. 18? 18, 1, 8. Ja. In dem Wort 18 ist schon 8, Achtung drin. Ja. Und wenn ein SS-Mann oder Offizier gesehen worden ist, irgendwo 400, 500 Meter Entfernung. Oder 18 gesagt. Haben die immer gerufen, immer weiter hat sich das Wort. Ja, okay. 18 und das war Gefahr im Verzuche. Okay. Und dann hat der Max gesagt, Rapporti, wenn der näher kam, Rapporti, in den nächsten Monaten, er wird gearbeitet. Dann eine ganz andere Strenge gezeigt sozusagen. Ja. Und wenn die weg waren, war auch wieder mild. Leute, ruhig weiterarbeiten. Okay. War auch wieder entspannter. Da war klasse. Ja, okay. Da war mit einem Wort klasse. Ihm habe ich wahnsinnig viel zu verdanken, ebenso Leben. Das heißt also direkt bei der Arbeit direkt war dann der sozusagen Mithäftling, der Capo, der sozusagen die Funktionshäftling. Ja, der musste nicht arbeiten. Der musste das koordinieren, aber die SS hat sich da rausgehalten erstmal. Die kam immer nur mal und hat kontrolliert, ja, habe ich jetzt verstanden. Und wenn die kam, gab es das Codewort. Ja, Codewort. Und die deutschen Meister und Vorarbeiter, das waren ja in deutscher Hand. Also da stand nicht pausenlos SS-Bewachung drumherum und hat... Nein, das ist aufgelöst worden. Es ist eine riesen Postenkette. Ja. Und die haben sozusagen, wie die sind Patrouille gelaufen und haben... Ja, und um das Ganze... das war eine... also hier diese Buna, das war Kilometer lang. Ne? Ja. Also das darf man nicht als Lehmbetrieb vorstellen. Klar. Das war schon ein Betrieb. Also es gab nichts zu essen früh, sie Nein. wurden um 5 geweckt, dann wurde sozusagen diese, musste die Arbeit angetreten werden? Die Bettenbau erstmal. Bettenbau, genau, dann ging es los zur Arbeit, im Marsch. Und wie lange waren Sie dann zur Arbeit? 10-12 Stunden. 10-12 Stunden, ja. 10-12 und Sonnabend und Sonntag war wie Werktag. Existierte nicht? Existierte nicht. Okay. Dann ging es, Und dazu eine Ernährung, die nicht ausreicht, den Umsatz pro Tag zu decken. Deshalb auch die überhaupt vielen, nicht. Und deswegen die vielen, die auf der Strecke geblieben sind, immer weiter. So. Hätte sie aufgerichtet. Ja. Gab es denn, ich sag mal so, Tricks oder irgendwelche auch Zugeständnisse? Konnte man persönliche Beziehungen vielleicht zu manchen
Kabus sowieso, haben Sie ja schon erzählt, aber so auch vielleicht zu Wärtern aufbauen, gab es da vielleicht manchmal so Tricks, wo man sagen konnte, da kriegte man was zugesteckt oder nee. Da wurden Ausnahmen gemacht. Gab es da irgendwie, wo nein, man sagen und dann kann, hatte ich war mein ganzes Leben nicht Raucher. Ja. Und mancher Raucher hatte ein Stück Brot, von dem Brot ein Viertel meinetwegen getauscht. Das war eine Zigarette war nicht. Ich habe ein einziges Mal ein Stückchen Brot getauscht. Das hört sich jetzt ulkig an, gegen ein Löffel Salz. Mhm. Der Mensch braucht in gewissem Maße plötzlich Salz. Ja. Und das nimmt er dann auf, diese Körner, als ja. wäre das wertvollste, ja. wertvollste Gut und leckt. Also ja, das ist das Einzige, was ich einmal in meinem Leben getauscht habe. Gibt es da eine Zahl, die Sie selber einschätzen können, wie viel Sie dort haben sterben sehen, Sie selber, wo Sie gesagt haben, die sind weg, waren dann weg, zu denen Sie eine Beziehung haben? Nein, wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Heißt das Hunderte, heißt das Tausende? Wo ich gesehen habe, die sterben. Also nein. Wo Sie sagen, den kannte ich vom Gesicht her, mit dem habe ich mal gesprochen und jetzt ist er weg. Das waren viele, ja. Das waren sehr viele. Ich war ja mehrfach im Krankenhaus, Krankenbau und... Da will ich mal so eine Szene sagen. Bevor man eingeliefert, aufgenommen wurde in dem Kranken, der Krankenbau war abgesperrt von den übrigen Lager. Da konnte man nicht einfach so hin. Da war ein SS-Offizier, der hat gleich zu Beginn gesagt, du wirst behandelt. Hau ab. Also ich will die Szene mal sagen, wie ich es erlebt habe. Vor mir war ein polnischer Häftling. Da hat der Arzt gesagt, jetzt fehlt mir der Name, aber ich könnten wieder rausholen. Was hast denn du zu den Polen? Ich habe Fieber. Wie viel hast denn du? Ich hatte vorhin 38,5. Was? Du meldest dich mit an, du Schweinehund, geh rein! Und mit dem Fußtritt flog dann aus. Und zu dir? Was hast denn du zu mir? Mein linkes Knie ist ganz stark angeschwollen. Sag mal her! Das ist ein Elefantenfuß. Meine Fresse! Was hast du denn da gemacht? Na, ich sag, mit ihm ist das so dick. Ja, mit dem Fuß kann man nicht arbeiten. Ich schreibe dir jetzt mal einen Zettel. Da gehst du in den Krankenrevier, die machen, du wirst bestimmt heute Nacht noch operiert werden, hat er mir gesagt. Also hat er mir einen Zettel gegeben und dann bin ich dorthin gegangen. Und der dienstdauernde Häftlingsarzt hat sie mir gesagt, was hast denn du? Ich sage, mein dickes Knie. Zeig mal her. Nee, da können wir nicht bis morgen früh warten. Du musst heute Nacht noch operiert werden, heute Abend. Nun lasse ich mal die Operation im KZ im Schnelldurchlauf rüberziehen. War ein Tisch, haut sich auf den Tisch, Hosen runter. Ich lag dort oben, vier Häftlinge haben mich gehalten. Einer hat gesagt, mach den Mund auf, da kam ein Stück Stoff rein. Ich konnte also ohne schreien, ohne Betäubung, ohne... hat er mit dem Skalpell das Knie geöffnet. Also es ist unwahrscheinlich, was ein Mensch aushalten kann. Und Verbandsmaterial im klassischen Sinne gab es auch nicht, es war wie so eine Toilettenpapierrolle, würde ich heute sagen. Das wurde rumgewickelt und dann haben sie mich runtergehievt. Und da sage ich zu dem Doktor, ich habe Angst im Krankenrevier. Ich weiß, wie oft Selektionen hier sind. Ich will jetzt noch ins Lager wieder zurück. Du sagst, ist das ein Witz? Du wirst jetzt noch von zwei oder drei Häftlingen gehalten, kannst ja nicht mehr stehen. Und da sage ich, da krabbel ich auf allen Vieren. Aber hier bleibe ich. Pass mal auf, hat er gesagt. Wir haben erst eine Selektion vor ein paar Tagen gehabt. Jetzt kommt keine. Hier hast du eine Bette. Hau dich hier rein.
Moses Helmer weiter. Also es gab Abstände von Selektion, wo das sozusagen dann nochmal geguckt wurde. Ja, immer. Und dann, das konnte ich jederzeit treffen, habe ich vorhin so gehört von Ihnen, aber es war auch sozusagen, es gab auch einen Mechanismus. Ungefähr, also auf alle Fälle haute ich in das Bett. Ja. Das habe ich gemacht und um 5 Uhr früh Selektion. Dort drin? Ja. Und ich kann nicht alleine vortreten. Ja, was ich stehen konnte. Ich kann nicht reden. Ich bin gerade frisch operiert. Ja. Und ein Häftling führt mich vor. Oh. Da läuft nochmal der Film zurück. Was war dein Leben? Ja. Und dann hast du die Frage, wird jetzt deine Nummer aufgerufen? Musst du jetzt das LKW besteigen? Und dann werden die Nummern aufgerufen. Bis jetzt bist du nicht dabei. Es geht vorüber. Und ich war nicht dabei. Und dann geht der normale Betrieb wieder los im Block. Und da sagt ein deutsch sprechender Häftling zu mir, einmal im Leben möchte ich so viel Glück haben wie du. Ich sage, was denn für Glück? Und du standst auf der Liste. Und nur weil unser Blockelster so lange mit denen gesprochen hat, er ist heute Nacht operiert worden und so weiter, haben sie dich von der Liste gestrichen. Hat sie überzeugen können. Sozusagen. Ja. Also es war schon toll. Ja. Wir waren vorhin auch so stehen geblieben, glaube ich, so bei diesen langen Zeiträumen von Arbeit, 10, 12 Stunden Arbeit. Und dann zurück, kam man zurück und was wurde dann? Also zuallererst habe ich darauf geachtet, mich zu waschen. Ja. Wenn man wo sie zurückkam, ja, das und zu, vor allen Dingen reinzuhalten. Mhm. Das hielt ich für wichtig. Ich hatte auch keine Laus. Mhm. Das war in Deutsch und in Polnisch geschrieben. Eine Laus, dein Tod. Mhm. Und also ich habe auch früh ohne Seife. Das stand dort? Ja, ja. Ja, ja. Das als Schild angebracht? Als Plakat, ja. In Deutsch und in Polnisch. Und da stand eine Laus? Eine Laus, dein Tod. Okay. Und ich hatte nicht. Ich hatte auch keine Krätze. Also typische Krankheiten für solche Massen und Bartflechte. Mhm. Wurde mit einem Messer wurde einmal in 14 Tagen rasiert und das behaupte ich noch nicht. Ja, war zu jung. Mhm. Und also ein paar Dinge waren schon so. Und dann die Riesenunterstützung von dem Max, der mir immer wieder Zeichen gegeben hat, wie Verhaltensmaßregeln. Wie musst du dich am besten verhalten? Was musst du machen, damit du nicht aufhältst? Der war ja großes Glück die ganze Zeit, ne? Dieser Max. Ihr großes Glück war der. Das war mein großes Glück. Ja, mein Lebensretter. Ja. Um ganz genau zu sagen. Ich freue mich, dass dein Sohn jetzt plötzlich jedes Jahr 2-3 Mal mit Schulklassen nach Auschwitz fährt. Mhm. Zum Gedächtnis seines Vaters und auch. Und dann ist man zurückgekommen, hat sich gewaschen. Und dann gab es eben. Dieses karge Abendbrot, was karge Sie vorhin beschrieben haben. Und dann. So wie wir waren, waren wir todmüde. Rein. Das war nicht mal spät. Also wenn wir reinkamen, meinetwegen 7-8 Stunden lachen wir dort und dann hat sich die SS-Leute manchmal einen Spaß gemacht. Die haben uns nachts um 11 Uhr wieder geweckt, Häschen machen. Also mussten alle in so einer Stellung wie Hasen rumhüpfen und in der Bar. Im Block. Ja. Und dann haben sie eingeschlagen, weil dann nicht richtig, die waren ja verschlafen und das ging ungefähr 30 Minuten und dann zogen sie ab, es war nicht jede Nacht. Aber etliche Mal war das schon. In dem vorhin erwähnten Buch von Viktor Frankl habe ich gelesen, dass seine Erfahrungen in KZs auch die waren, dass er hat es immer so eingeteilt, er sagt, es gab auch anständige Bewacher, Wärter und es gab unanständige Häftlinge, also die sich vom Menschlichen her völlig unanständig verhalten haben und welche, die von den Wärtern noch halbwegs human waren und auch manchmal Zugeständnis machen. Was war da Ihre Erfahrung? Haben Sie auch anständige Wärter kennengelernt? Unter Wärter verstehen Sie SS-Leute? Ja, Bewacher, also die Sie bewacht haben, also die nicht Inhaftierten.
Ja, habe ich selbst nicht kennengelernt. Allerdings habe ich auch Häftlinge kennengelernt, die unter der Gürtellinie waren. Ja. Also das, sobald teilweise welche Macht bekamen, haben sie mitgeschlagen und haben eigentlich Helfeshelfer gespielt für die SS-Leute. Also das habe ich erlebt. Natürlich ausgegrenzt waren die mit dem roten Winkel. Ja. Die waren wirklich zu uns anständig. Es war eine hoffnungsvolle Sache, wenn wir dort untergebracht waren. Ja. Ein so ein Kommando. Also seitens der deutschen Bewacher haben Sie keine sozusagen menschlichen Züge sozusagen im Umgang erlebt? Die SS-Leute waren unterschiedlich. Wir hatten SS-Leute aus Deutschland, aus Österreich und Ukraine. Ja. Schlimmsten waren Ukrainer. Okay. Die wollten beweisen, dass sie noch mehr wissen, noch mehr können. Ja. Sich gegenseitig übertrumpfen. Ja, ja. Okay. Das war nicht, und hat mir Angst. Also, ja. Wenn man sich das so anhört, gab es, die Frage stellt sich mir gerade, gab es in dieser Hölle, die Sie da beschreiben, irgend sowas wie Normalität oder Zustände von Normalität, wo Menschen vielleicht miteinander gesungen haben oder miteinander irgendwie sich beschäftigt haben, was gespielt haben, irgendwie Karten oder wie muss man sich das vorstellen? Gab es sowas wie Ablenkungsmöglichkeit? Gab es sowas wie Beschäftigungsmöglichkeit außerhalb von Arbeit, von Überleben? Außerhalb vom Überleben? Es ist mir praktisch nicht bekannt. Wenn neue Häftlinge hinzugekommen sind, dann haben die mal ein Lied mitgebracht. Ja. Auch mal ein Lied, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein Lied des Widerstandes. Mhm. Besonders polnische oder polnisch-jüdische. Und die haben auch das Lied teilweise auf Jiddisch gesungen. Zum Beispiel das Lied, du sollst nicht gehen, du sollst nicht sagen oder gehen den letzten Weg. Wir sind stark. Also das zum Mutmachen. Das war schon ein kleiner Mutmacher. Das war so. Aber sonst, es gab weder eine Zeitung zu lesen noch ein Buch zu lesen. Das gab es nicht. Und Singen war auch nicht angebracht. Als die letzten Tötungen durch Gas nicht mehr stattfanden, im letzten Vierteljahr 1944. Wo also zum Teil umgebaut wurde, wo zum Teil, ich habe gelesen, dass auch die SS kaputt, und SS alles, Bunker umgebaut hat zum Teil. Ja, da schlichen sich Sachen ein, die prominente Häftlinge durchgesetzt haben. Zum Beispiel Stefan Heimann. Okay. Stefan Heimann war Kommunist und saß seit 1933 im KZ. Er hatte ein mächtiges Wort. Er konnte Sachen teilweise schon zu dieser Zeit organisieren. Ich kann mich erinnern, im Herbst 1944, es war ein Sonntag, und um 15 Uhr kam das Kommando, einrücken, Arbeit beendet. Wir haben ja Sonntag auch bis abends gearbeitet. Und jetzt sind wir ins Lager rein und ich bin in meinen Block gegangen und der Blockälteste hat zu mir gesagt, wie siehst denn du aus? Ich sage, wie soll ich denn aussehen? Naja, sauber, dreckig. Ich sage, ich komme von Arbeit. Gib mir deine Mütze her, sagt er. Mach mal die noch sauber. Und da habe ich sauber gemacht. Ich sage, was ist denn los? Und dann sagt er, hast du schon mal ein Konzert besucht? Ich sage, ich durfte doch weder in ein Kino gehen, noch in Theater, noch ein Konzert. Haben doch die Nazis verboten. Na, hast du Lust, in ein Konzert zu gehen? Ich sage, ich kann doch hier nicht in ein Konzert gehen. Doch, wir haben abgerungen, dass ein Konzert vor SS-Offizieren die zwei letzten Reihen Häftlinge benutzen dürfen. Die können das Konzert mit anhören. Ich sage, wenn das kein Witz ist, das wäre das erste Konzert meines Lebens. Mhm. Ja, das geht. Erst sitzen, ein paar Reihen
Offiziere, dann kommt SS-Mannschaft und die zwei letzten Reihen sind Häftlinge, ausgesuchte Häftlinge. Ich dachte, das würde mir gefallen. Und da habe ich von Liszt gehört, von Franz Liszt, diese ganz bekannte. Ja, meine Frau jetzt hier, die wüsste sofort, wir kommen nämlich gerade aus Weimar und haben eine kleine Spieluhr mit genau diesem Lied. Und ich komme jetzt aber auch nicht drauf. Die ganze Zeit ist mir das Lied drin und jetzt ist es weg. Ach, das ist typisch fürs Alter, ne? Könnte man gleich erinnern. Kann mich nicht aber jetzt nicht entschuldigen. Nee, Rhapsodie. Ja, und wir haben das... Aber ich weiß, was Sie meinen. Ich hab's also die Musik, oft die Musik stimmte. Das gab's. Okay. Aber wirklich erst in den letzten Monaten, da ist manches gelockert worden. Es wurden keine Lektionen mehr durchgeführt. Mhm. In den letzten Monaten. Bis dann der Abmarsch ging nach Gleiwitz. Dazu kommen wir ja gleich. Ja. Vielleicht, weswegen wurden die Selektionen dann weniger? Die Gaskammern sind gesprengt worden. Da hat man schon abgebaut, hat es umgebaut, hat Bunker rausgebaut, verwischen. Ja. Und deswegen wurde das dann, der Betrieb sozusagen, war nicht mehr so. Nicht aus gutem Willen. Ja, man hatte auch natürlich andere Sorgen jetzt, weil jetzt die Front näher rückte. Ja, man musste auch viel verbrennen. Wenn man sich diese zwei Jahre anschaut, die sie dort waren, in welchem Zeitabstand kamen denn da neue Gefangene hinzu? Kann man das? Ja, völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Ich hatte an der Nummer mitbekommen, welche Häftlinge das waren. Das war selten. Fortlaufend sozusagen. Die ja, ich wusste genau, wer die Nummer trägt, ist aus Ungarn. Ach wer so. Die Nummer trägt, ist aus das war kodiert quasi. Ja, das habe ich lange auch nach dem Krieg, lange. Ich bin mal von hier nach Dresden gefahren und da saß einer dort und es war Sommer und da habe ich eine Nummer gesehen. Da habe ich gesagt, wenn ich sie jetzt anspreche, habe ich da rechts, sie sind aus Tschechien. Tschechei, habe ich damals gesagt. Ich sage so, ja, wie kommen Sie da drauf? Ich sage, ich habe bei Ihnen eine Nummer gesehen. Ich habe auch so eine Nummer, habe ich gesagt. Ja. Und ich sage, stimmt, sagte, wie kommen Sie da? Na, ich hatte die Gabe, möchte ich mal sagen, Nummern zu erkennen, woher kommen die. Ja. Ah. Die letzten Tage dann, die Sie in Auschwitz erlebt haben, bevor es auf den Todesmarsch Richtung Bayern ging, in dieses... Die ging erstmal nach Gleiwitz. Ach, nach Gleiwitz. Ja. Vielleicht können Sie so die letzte Zeit, was hat sich gar verändert? Nicht, woran hat man es gemerkt? Was hat sich verändert? Hat sich, am Tagesablauf? Es wurde noch gearbeitet, aber Selektion gab es nicht mehr. Ulgischerweise, es war ja Weihnachtszeit. Ja. Es wurde ein Christbaum aufgestellt und beleuchtet. Ja. War noch nie vorher. Aber 44 Weihnachten stand in unserem Lager ein Baum. Also, war so. Ja. Und dann kam das Kommando. Abrücken. So, jetzt sind wir diese 79 Kilometer gelaufen. Also Knallerfall war ganz... Also für mich war kündige das sich nicht an, sondern es war dann ganz schnell. Ja, ging's los. Es blieben nur die zurück, die nicht mehr laufen konnten. Ja. Also da wusste ich nicht, was mit dem geschehen ist. Aber auf alle Fälle sind wir losgelaufen. Das war 19. Wir haben eine Pause gemacht in einem polnischen Dörflein. Ich weiß nicht mal, wie das hieß, ist egal. Da haben wir sofort in einer alten Ziegelei hingehauen und geschlafen, so kaputt. Und sind dann bis Gleiwitz gelaufen in ein leergezogenes KZ. Und dort haben wir die Nacht geschlafen und dann früh, es war ja Schnee. Man hat schon unterwegs gehört, dass Kanonen, Donner der Sowjetarmee. Kam näher. Das hat man schon gemerkt. Und dann, aber die Straße war übersät von zusammengebrochenen, erschossenen Häftlingen. Also es wurde immer mehr. Die den Marsch nicht überleben. Ja,
ein Gefangener aus dem britischen Kriegsgefangenenlager hat ein Buch geschrieben, weil er 2 Tage mit seiner Truppe genau den gleichen Weg gelaufen ist wie wir 2 Tage vorher und kommt zu der Quintessenz. Ich glaube, hier hat niemand überlebt. So viel Blaugestreifte liegen dort zusammengekrümpft an den Straßenrändern, Tote, 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 Tote. Und da habe ich von mir aus hier von BBC angerufen, London. Und habe denen gesagt, ich habe das Buch gelesen, die waren was erstaunt, dass es schon auf Deutsch war, auf deutschem Markt, weil es einen ganz ulkischen Titel hatte. Ich drang in ein KZ ein, so heißt das Buch. Das hat er wirklich gemacht, davon abgesehen, als ich nicht gewusst hatte. Und dann haben die gesagt, oh, schicken Sie uns den Bericht. Ich sage, ich kann aber nicht Englisch, ich muss Sie jetzt in Deutsch schicken. Also so viel Englisch, ich kann ein kleines bisschen, aber einen ganzen Bericht. Und da habe ich Deutsch geschrieben, hat sich sehr bedankt. Ja. Und ich drang in ein KZ ein, wir hatten ja britische Kriegsgefangene. Und er hat die Uniform getauscht, also Hautdecken. Hat die Häftlingsuniform angezogen, hat sich deine Haare wegnehmen lassen und ist 2-mal in unserem Lager gewesen. Und hat gesagt, ich habe nichts angerührt. Es hat gestunken, das Essen. Nicht so aus, ja. Jetzt oder, ja, schon ein paar Jahre älter als ich gewesen. Ja. Und zurück zu Gleiwitz und dann ging es weiter Richtung Bayern. In Gleiwitz sind wir verladen worden, nächsten Tag in Güterwagen. Ja. Ich muss sagen, der Jahreswechsel kam dazu. Der Jahreswechsel, nee, 44, 45, drang eine Kältewelle von Russland über Polen nach Deutschland, wie ich sie seitdem nie wieder erlebt habe. Tagestemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Also von Arbeit war überhaupt nicht mehr zu denken, auch in Auschwitz nicht mehr. Wir haben nur noch die Eisbarrieren wegbringen wollen. Und in den Hallen, da sollte noch produziert werden, synthetischer Kautschuk oder Benzin. Also da waren keine Fenster drin, da waren keine Türen drin. Es war bitterkalt. Und diese Kälte blieb dann auch beim Verladen in Güterwagen. Und wir sind dann mit 7000 Häftlingen verladen worden nach Mauthausen. Mauthausen KZ in Österreich. Mauthausen war überfüllt, wir sind gar nicht rausgekommen. Und immer mehr Tote, die sind verhungert und erfroren. Die wurden über die Bordwand geworfen, einfach so. Und wir kamen dann nach 8 Tagen im KZ Sachsenhausen, Oranienburg an. Dort wurden wir gezählt, von den 7000 waren noch rund da 3800. Alle anderen waren erschossen, erfroren. Und von der SSR. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, der Rabottführer Rackers, so geschrieben wie die Ansagerin, ist bei mir vorbeigelaufen und lächelte. Ich guckte aus, es war ja offen, es waren ja keine Fenster, es war ja ein Güterwagen, ich guckte so raus. Und da sagt er zu mir im Vorbeigehen, na, Vater und Sohn, und lächelte. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das war doch geheim, dass ich meinen Vater getroffen habe. Das hat doch die Widerstandsorganisation gemacht. Das haben wir vorhin völlig außer... Ja, da fehlt mir jetzt der Faden, genau. Sie haben Ihren Vater wo getroffen? In Auschwitz. Wieder getroffen. Wieder getroffen. Weil da war ja eher. Da war viel eher. Ja. Und die Widerstandsorganisation hat es organisiert, dass mein Vater, der im Hauptlager war, nach Monowitz kam, nach Auschwitz III. Und haben uns zusammengeführt mit der Aufgabe, nicht zusammen in einen Unterkunftsblock,
nicht zusammen auf ein Kommando überhaupt, das sollte es erst nicht wissen. Und Dragos läuft vorbei und sagt zu mir, Vater und Sohn. Und jetzt beginnt eigentlich die Mordtat von dem Dragos. Während er vorbeigelaufen ist, zieht er hinten die Pistole und auf dem Bahnsteig lagen rund 20 Häftlinge und die hat er alle mit Genickschuss ermordet. Da war ich Zeuge in dem Prozess, der in Westdeutschland stattfand, aber ich durfte nicht warnen. Das war wieder so eine Blödsinnsache der DDR. Ach ja. Hm. Ja. Okay. Da habe ich mich nicht fahren lassen. Ja, aber ich weiß ja aus meiner Arbeit bei der Kripo, ja, die Unmittelbarkeit vor Gericht ist ja wesentlich besser, als wenn was vorgelesen wird. Richtig, richtig. Also ich bin dann hier vernommen worden vom Gericht hier in Chemnitz. Es ist dorthin geschickt worden und Gegenstand auch des Verfahrens wurde. Ja. Wie ging es dann weiter? Wo endete dann dieser Todesmarsch für Sie? Welcher? Ich habe ja zum Schluss, 45. Sie haben jetzt den Weg. Die über Flossenbürg. Genau. Beginnt mit dem Block 19. Außergewöhnlich, sonst beginnt alles mit 1. Normal. Das war die letzte Station dann quasi? Kann man das so sagen? KZ Flossenbürg. Auf dem Weg, ja, den Sie dann gehen mussten, diesen Todesmarsch. Ja. Okay. Ja, es ging einer nach Flossenbürg, ja. Und ich war in Block 19 und die SS hat mitbekommen, dass ich Deutsch konnte. Entweder haben sie gemerkt, es ist ein Deutscher oder er kann bloß Deutsch. Ja. Und haben mich dadurch angesprochen. Erste Ansprache. Hol dir einen Besen und einen Eimer und du gehst mit mir, hat ein SS-Mann gesagt. Und dann habe ich das getragen und dann sagt er, wir zwei machen jetzt ums ganze Lager rum und machen jeden Turm sauber, Wachturm. Mhm. Und das habe ich gemacht, die Treppen erstmal bis hoch gekehrt und dann oben die Plattform, wo er stand, der SS-Mann. Und plötzlich sagt der SS-Mann zu mir, ab jetzt nicht mehr ins Lager blicken. Naja. Wenn einer von der SS gesagt bekommt, nicht mehr ins Lager blicken, dann hat er das Gefühl, du musst gucken. Und wenn ich die Treppen sauber gemacht habe, habe ich durch die Beine geguckt. Ja. Und was sah ich da? An einer bestimmten Ecke ein Stapel Leichen. Viele Jahre nach der Befreiung bin ich mal in Flossenbürg gewesen und dann habe ich das zum Besten gegeben, dass ich dort dazu was gesehen habe. Und da sagte so ein Begleiter dort, das stimmt. Da haben sie gut richtig hingeguckt. Die SS kam mit dem Verbrennen nicht mehr nach. Mhm. Es war wirklich leider, ja. Und diese Geschichte dauerte ungefähr 2 Stunden. Und dann, ein paar Tage später, kam ein SS-Offizier, suchte mich wieder. Also haben sie gesagt, da gibt es einer, der kann Deutsch. Die Deutschen waren ja nicht mehr da. Es waren so gut wie keine Deutschen mehr da. Und dieser SS-Mann sagte, hol dir mal 10 Jugendliche. Mhm. Und du meldest morgen früh auf dem Wege zur SS-Station. Ja, da wollte ich eigentlich deutsche Jungs suchen, weil wegen der Sprache. Habe es auch nicht gefunden. Es gab noch deutsche Jungs im Lager, aber ich habe keine mehr gefunden. Und ich habe ein paar Russen genommen, Polen, einen aus Frankreich. So, also es waren 10 unterschiedliche. Früh habe ich gemeldet, 1-9, so war die Meldung, Mützen ab, 1-9 auf dem Weg zur SS-Station. Passieren. Und dann bin ich zur SS-Station gegangen und dann hat man mir gesagt, ihr steht ab sofort nur noch SS-Offizieren zur Verfügung. Jeder kriegt eine Decke und wir sind dann außerhalb des Lagers gelaufen in einen Bunker. Und in diesem Bunker lagen von ermordeten Frauen die Oberbekleidungsstücke. Alle waren schwer durchnässt, außer Desinfektion.
jetzt mussten wir die bündeln, viel konnte man nicht, wenn wir viel getragen haben, ich schätze 15 Kilo, mehr nicht mehr, schaffen es nicht mehr. Und sind in eine SS-Villa gegangen, auf dem Boden, und dort waren Schnüre gespannt, und dann wurden diese Wäschestücke zum Trocknen aufgehangen. Das ging so bis zum 14. April, mittags. Da sagte der SS-Offizier, es waren ja nur Offiziere mit uns, antreten lassen. Zurück ins Lager. Also wir haben ja Sonntag und Sonnabend bis Ultimo gearbeitet. Und Flossenbürg liegt auf einer Anhöhe. Ja. Und dann bin ich mit der Truppe wieder zurück ins Lager. Und als wir die Kurve gekriegt haben, konnten wir die Lagerstraße, die Staatsstraße nach Flossenbürg-Ort einsehen. Und die war vollgestopft mit Omnibusse des schwedischen Roten Kreuzes. Und da habe ich gedacht, oh, die sind da, uns zu übernehmen. Den ganzen Nachmittag bin ich auf und ab gelaufen. Also es wurde nicht. Die Schweden sind ohne uns wieder abgefahren. Und dann begann eben die letzte Etappe, dass wir dann in den nächsten Tagen, Montag, losgelaufen sind. Nee, Quatsch. Also vom 14, 15, ich glaube am 16. sind wir losgelaufen. Bis zu dem Ort, wo wir ungefähr befreit worden sind. Ja, das habe ich jetzt abgekürzt. Mhm. Aber wieder Todesmarsch. Ja. Und zuletzt waren wir noch rund 40 Häftlinge, die befreit worden sind im Gefecht mit amerikanischen Panzern. Und sie waren in der Scheune untergebracht, wir 40 Häftlinge. Und in dieser Scheune waren auch SS-Leute mit langen Waffen. Und es war eine alte Scheune, und ich habe ein Geräusch gehört, was ich nicht deuten konnte. Es waren keine Flugzeuge, ich wusste nicht, was es war. Und die Scheune hat solche Risse gehabt, ich habe rausgeguckt und sah Panzer. In Verkennung der Tatsachen, dass die Amis auch einen Stamm am Panzer hatten. Ja. In Weißen. Ja. Habe ich gesagt, die Russen sind draußen. Ja. Und der SS-Leute sagt, du spinnst, hau ab von da. Und letzt, hier sind doch keine Russen. Ja. Ich sage, hier draußen sind Panzer, habe ich gesagt. Mhm. Hier sind Panzer, die haben Stamm. Und auf alle Fälle die SS-Leute haben ihre Waffen, Taschentücher und haben gewedelt. Und der SS-Mann. Weiße Fahne gemacht. So. Haben und hat zu uns, die letzte Rede werde ich nie in meinem Leben vergessen, von der SS. Er sagte zu uns, Kameraden, das kann es doch gar nicht geben. Plötzlich waren wir Kameraden. Mhm. Kameraden, wir haben die letzten Tage so zusammengehalten. Na, Unerbrochen, Leute geschossen. Wollen wir wenigstens die letzten Minuten noch, das war das Signal, aufzustehen. Und wir sind alle rausgerannt. Und die Szene der Befreiung ist einmalig. Es brennt das ganze Dorf. Die Kühe rennen draußen rum, und ich bin ein Stadtjunge, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kuh berührt. Jetzt hatte ich die Kuh berührt, habe ja hinten drauf gehauen, und die Kuh ist in ihren Stall gelaufen und ich mit, und ich habe so gemacht, als würde ich nichts sehen in dem Stall. Vier SS-Leute haben Zivilkleider angezogen, und da bin ich wieder an die Dorfstraße gerannt und habe mir gesagt, hello, hello, SS-Man. Mhm. Und da sind die rum und haben sie also gefangen genommen. Mhm. Schön ist die Szene, wie die Häftlinge sich gefreut haben zum Zeitpunkt der Befreiung. Mhm. Alle wollten den vormarschrollenden Panzer was zurufen, ein englisches Wort. Ja. God save the king. How do you do? Good morning, boys. Und so ging das ununterbrochen. Und die Amis haben wahrscheinlich auch gelacht, oder nicht gelacht. Ja. Denn sie haben dieses fürchterliche Spiel gesehen, diese zerschundenen Leiber und
Halbtoten, die da rumgelaufen sind und gelegen sind und Skelette waren. Ja. Und so haben Sie die Befreiung erlebt? Ja, so habe ich die Befreiung erlebt und ich bin mit noch zweien in eine Kade gegangen. Da war ein Bett, ein Sofa und ein Kinderbett. Nun haben wir gelost, wer darf in welches Bett. Also ich mach's schnell, ich war fürs Kinderbett vorgesehen. Okay. Und nachts haben wir uns 3, 4, 5, 6 Mal geweckt, gerüttelt. Zieh mir frei, mir kann das nicht verstehen. Ja, ja. Und haben Licht gemacht. Immer wieder. Es war aber Krieg. Ja. Und die Amis haben geschrien und getobt. Also auf Deutsch gesagt, Licht aus, es ist Krieg. Mhm. Und wir haben gedacht, das ist alles zu Ende, ja, weil wir frei waren. Ja. Und dann bin ich dort geblieben und wieder zu Kräften gekommen. Da gibt es noch eine schöne Szene. Von den rund 40 Häftlingen kannte ich zwei. Ja. Die noch mit übrig geblieben sind. Die sind übrig geblieben und die kannte ich von Auschwitz. Ja. Einen französischen Jungen, Leon, und einen deutschen Jungen aus Breslau. Ja. Und jetzt kam nach 2, 3 Wochen Freiheit die Stunde des Abschieds. Mhm. Wir haben uns umarmt und der Franzose sagte zu mir, Justin, bist du verrückt, in das Mörderland zu gehen? Hm. Wieder zurück. Komm mit mir nach Paris, dort geht es dir gut. Geh nicht in dieses Land. Ich sag doch, ich gehe in meine Heimatstadt. Das war ja auch Ihr Land. Ja. Ich gehe in meine Heimatstadt Chemnitz. Das ist von hier im Norden. Da laufe ich hin. Mach's nicht. Geh mit mir. Also wir haben uns umarmt, ob wir Tränen verdorben haben, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle bin ich gelaufen und bin von den Amis 15 Kilometer vor Hof angehalten worden. Weil wir auf dem LKW waren, wir wollten nach Leipzig. So. Und da konnte man aufsteigen und ein großer Amerikaner kam auf dem LKW und sagte, your paper, please. Und alle hatten Papiere. Ja, nur wir hatten keine. Ja. Der Breslau und ich, wir hatten keine. Runter, also in Straßengraben. Das war 5 Uhr früh. Ein wunderschöner Frühlingstag, davon abgesehen. Und abends waren wir rund 250 Leute dort. Jetzt kamen die Amis mit großen LKWs, haben uns aufgeladen. Wir Männer sind ein leergezogenes KZ gekommen. Kommando am nächsten Morgen früh, Oberkörper frei, auf dem Appellplatz antreten. Nur so standen wir nur da, alle Hände hoch. Und die Amis, Offiziere, suchten nach SS-Leuten, weil die auch tätowiert waren mit der Blutgruppe. Und dann habe ich zu den Breslauer gesagt, also wenn die Amis zu uns kommen, nehmen wir demonstrativ die Hände runter und ich werde sagen, dass wir Häftlinge waren. Und das ist the number. Und so war es auch. Die Amis kamen runter, 4, 5 Offiziere und wir haben die Hände runter. Und ich habe gesagt, Häftlinge, Concentration Camp, Auschwitz. Und ach, da war, oh sorry. Und haben uns einen Offizier mit so einem Chip zur Verfügung gestellt in die amerikanische Headquarter. War hoch. Und dort bekam ich einen Ausweis in Englisch. Ja, wir haben es mit einem politischen Häftling zu tun. Und ihm ist jede Unterstützung zu geben. Ja. Und wie ich den Ausweis in den Händen hatte, habe ich gesagt, wir haben Hunger. Ja, Essen haben wir nicht. Wir fahren euch mit den Chips ins Rathaus nach Hof. Und die im Rathaus haben gesagt, ja, Essen haben wir auch nicht. Aber wir haben ein Restaurant, eine Gaststätte eingerichtet für zurückkommende Häftlinge.
Und dann sind wir dorthin, es war um 9 Uhr und haben geklingelt. Da kam der Ober raus, was wollten ihr? Und ich sagte, das Rathaus schickt uns her, hier gibt es zu essen. Ja, aber erst um 11. Und haut euch hierher, ihr kriegt das allererste Essen. Um 11 Uhr macht ihr die Türen auf, wir sind rein. Die ersten zwei Suppen bekamen wir. Geschlürft. Bei der zweiten Suppe hat er uns eine zweite Suppe gebracht. Da sagt der Mitläufende, der mit mir gelaufen ist als Bettler, schau mal dort rüber im Lokal. Der ist auch aus Auschwitz. Den musst du kennen. Ich sah ihn aber nicht. Und mittendrin war auch eine Säule, ich konnte nicht sehen. Er sagt, da liest nicht locker. Und er sagt, wir tauschen mal die Plätze. Den musst du kennen. Und wir tauschen die Plätze und ich gucke und schrei auf. Mein Vater! Alles klatschte. Der Ober schmiss bald die Suppe runter, weil er auch mitgeklatscht hat. Und dann habe ich meinen Vater wieder getroffen. Mein Vater kam aus Dachau. Und dann sind wir zusammen nach Chemnitz gelaufen. Mein Vater war alter SPD-Mann und ist gleich wieder in die neu gegründete SPD rein. Und ich habe ein paar Wochen später zu meinem Vater gesagt, ich müsste eigentlich auch in eine Partei gehen. Und ich sage, es kommt bloß zwei Parteien in Frage. Die Kommunistische Partei oder die SPD. Mhm. Dann sagt mein Vater, da guckst du dir mal die KPD an und dann hinterher mal eine SPD. Die machen ja laufend Versammlungen jetzt. Mhm. Und nach, das habe ich auch gemacht und habe gesagt zu meinem Vater, ich bin so dumm. Ich kenne gar keinen Unterschied. Also überall Sicherheit, überall müssen wir die Nazi- und Kriegsverbrecher festnehmen und das ist doch alles gleich. Da gehst du eben noch einmal hin, bin ich wieder in die SPD, noch einmal in die KPD, bis ich zu meinem Vater gesagt habe, die Diskussion bei der SPD gefiel mir besser. Ich gehe in die SPD. Ja. Und da waren Sie dann auch viele Jahre, ne? In der SPD. Und da bin ich in die SPD gegangen und kaum war ich in der SPD, hat die Leitung in Chemnitz zu mir gesagt, auf solche junge Leute mit so einem politischen Hintergrund warten wir schon lange. Du musst in die Polizei. Ja. Ich so, was will ich denn in der Polizei? Ich will meinen Beruf erlernen. Polizei ist auch ein Beruf. Ja, wenn ich schon zur Polizei will, muss, da will ich zur Kripo. Konnte man in Freistaat Sachsen, aber erst mit 25, war gerade mal 19, wo ich befreit worden bin. Und dann bin ich aufs Revier gegangen. Chemnitz hatte damals 16 Polizeireviere, ich bin ins 7. gegangen. Und immer wenn ich konfrontiert worden bin mit Leuten der Kripo, das war häufig, haben die zu mir gesagt, Mensch, sag mal, warst du nicht im NKZ? Ich sage, ja, du bist zur Kripo. Ich sage, ich kann nicht. Ich bin erst 19, man kann erst mit 25 zur Kripo. Da musste den Innenminister Dr. Fischer ununterbrochen Gesuche schreiben. Das habe ich auch so gemacht, als ich 21 war, wird er die Nase mit mir voll gehabt haben, mache ich zur Kripo gehen. Da bin ich der jüngste Kriminalist in Land Sachsen geworden, logischerweise dann der jüngste Offizier und habe dann bis zur Rentenalter in leitender Position bei der Kripo gearbeitet. Verantwortlich für schwere Verbrechen wie Mord, Totschlag, vorsätzliche Brandstiftung und nebenbei gesagt Schwärze. Mord ist gar nicht so schwer aufzuklären, damals gesehen. Okay. Bezugsdaten, ja. Jetzt haben Sie, und das hat, also das ist ja auch was, was wir vielleicht nochmal ansprechen könnten, Sie haben ja sehr lange geschwiegen. Ja. Über diese. Über 20 Jahre. 20 Jahre lang geschrieben. Was war da der Grund, so lange Nein, zu schreiben? Nein, da bin ich in einer Linie gewesen mit vielen Leuten aus dem KZ, die nicht reden konnten. Nicht reden konnten, das erstmal verarbeiten. Also, das war fürchterlich. Ja. Und das war der Grund für Sie, dass Sie sagen, ich habe 20 Jahre nicht gesprochen und meine Frau war Kindergärtnerin und in diesem Kindergarten ging eine Kindergärtnerin noch, also sie war Leiterin, war eine Kindergärtnerin. Die hatte eine Tochter, die war hier
bei Frau Müller. Also Kunstturn, Quatsch. Eiskunstlauf etwa. Kunstturn, Unsinn. Eiskunstlauf. Und die hat gesagt, können Sie denn nicht mehr in der Klasse über Ihre Sache, die hat das erfahren. Ich sage, ich habe es noch nie gemacht. Und dann habe ich vor den, die Klasse ist natürlich bei den Mädels und Jungs, es waren 8 Leute, mehr als nicht in so einer Klasse. Da habe ich dort gesprochen, dann hat sich das gelockert, dann war ich oft im Sportgymnasium Chemnitz, ein hervorragendes Gymnasium. Die haben immerhin 15 Olympiasieger rausgebracht, also das hatte auch Vorteil für mich. Ich erfuhr immer, wer ist der nächste Olympiasieger vom Direktor. So ungefähr. Ging auch manchmal daneben, davon abgesehen. Ja. Und das und dort habe ich sehr, sehr lange gesprochen und immer wieder, ich war auch jetzt immer noch teilweise eingeladen und gehe dorthin. 2 Lehrerinnen, eine Russisch- und eine Englischlehrerin und Geschichtslehrerin und was weiß ich was, sind selbstständig und können jetzt selber über dieses Thema sprechen. Also ganz toll. Mhm. Ja. Wenn man das so hört, diese ganze Hölle, die Sie da erlebt haben, was glauben Sie, aus heutiger Sicht hat Ihnen emotional geholfen, das irgendwie zu verarbeiten? Also wie haben Sie das emotional überleben können, um wieder sich zu freuen, um wieder am Leben teilzunehmen, um wieder auch im Alltag zu sein, um vielleicht, oder träumen Sie heute noch von diesen Erlebnissen her? Ja, ja. Das sind fürchterliche Träume. Die bis heute immer wieder andauern. Ja, es ist nicht, sind Albträume. Ja. Also ich will das hier nicht ausbreiten, aber ich schlafe um mich. Ja. Also da kommt das Thema. Ich aus dem Bett. Ja. Ich habe schon meine Frau getroffen. Also das war mir bei Menschenskinder. Und was hat Ihnen da, wo Sie sagen, das hat mir geholfen? Das hat mir ein bisschen geholfen, das irgendwie überleben zu können, emotional überleben zu können. Ich musste das loswerden. Also darüber reden. Ich habe im Sommer 1945 nicht arbeiten können, weil ich jeden Tag in die Klinik musste. Mhm. Aber ich habe die Zeit genützt, mich hinzusetzen und habe 17 Schreibmaschinenseiten aufgeschrieben, Auschwitz. Ja. Und das hat niemand zu lesen bekommen. Mhm. Erstmal für sich. Ja, sozusagen. Ist das so. Meine Kinder kennen das, meine Frau kennt das so nicht. Ja, okay. Ich habe dieses Material, die ersten, heiß geschrieben, mit wirklich war im Sommer 45. Sommer 45, ja. Okay. Und Ihre Schreibtätigkeit, was Sie dann gemacht haben, dann irgendwann rauszugehen, darüber zu sprechen, in Schulen zu gehen, das ist vielleicht für Sie die Form gewesen, das ein bisschen jetzt, zu verarbeiten, das ist jetzt, zu können. Während meiner Arbeitszeit war das ganz, ganz selten. Ja. Aber als ich dann Rentner wurde, war das häufiger. Und jetzt, bis vor 1-2 Jahren, bin ich wöchentlich 3-mal. Ganz engagiert, ganz oft. Ja, und jetzt mache ich teilweise noch 2-mal. Ich habe keine unbedingt gesunde Frau, die sieht immer zu, dass ich da bin. Und ich helfe ihr, ich muss das machen, ich das machen. Also, und trotzdem gehe ich in Schulen. Und teile den Kindern mit, was einmal war. Und meine letzten Worte so an die Schüler ist, alles, was einmal geschehen ist, haben sie in keiner Weise Schuld. Mhm. Unisono auch die Eltern nicht. Mhm. Was wir hoffen und wünschen von der intelligenten Jugend, dass sie alle Kraft benutzen, dass sich das ja nicht wiederholt. Also die Verantwortung. Ja, sie sollen die Verantwortung übernehmen. Und ich zitiere dabei Bertolt Brecht und sage auf Deutschland Münzen, was er einmal gesagt hat. Das große Karthago führte 3 Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar und nach dem dritten nicht mehr auffindbar.
Und alles, was sie tun müssen, ist, den Frieden zu halten und mit anderen friedlichen Völkern zusammenzuleben. Kriegsgeschrei tut uns nicht gut, ja. Schon gar nicht Antisemitismus. Ja. Den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Wir wollen alles tun, uns zu verbünden mit friedliebenden Menschen. Ja. So ungefähr. Ja, das ist so dann Ihr Thema. Oder Ihre Botschaft. Sie haben im Februar 2016 in Detmold gegen den, glaube Reinhold Hanning, ja, ausgesagt. Ja. Der war Unterscharführer der SS. Und was haben Sie dort ausgesagt? Was war Ihre Aussage? Die Aussage war, und das Gericht wollte auch, dass der Angeklagte als Mittäter bezeichnet werden kann und auch ist. Ja. Ohne diese 6000 SS-Leute, die in Auschwitz waren, wäre dieses große Morden nicht möglich gewesen. Ja. Sie waren bereit, die großen Postenkette zu stellen. Sie waren dabei, auf den elektrisch geladenen Draht mit Maschinengewehren in den Obacht zu geben. Sie waren dabei bei der Selektionen, die durchgeführt worden sind, waren sie auch dabei, teilweise so, teilweise so. Sie hatten eine Aufgabe. Ohne diese Mittäter wäre es nicht möglich gewesen, so viele Menschen umzubringen. Und das haben Sie ausgesagt? Das habe ich ausgesagt. Okay. Okay. Und dann war eben diese einmalige Sache, dass sie sagt, können Sie uns eine Selektion erklären? Und ja, ich sage, das habe ich schon gesagt. Was wir gesagt. Und dann habe ich dargestellt, wie ein 16-jähriger Junge zu Tode kam. Und das hat, soll ich das da? Ja, und vor allen Dingen habe ich viele Todesurteile, vollstreckte Todesurteile erlebt, ja, auf dem Appellplatz. Ja. Und das war so beim Einmarsch, wenn einer uns auf einer Tonne stand und immer so musste er von der SS aus zugerufen hat, hurra, hurra, ich bin wieder da, dann wussten wir, heute ist die Esseneinnahme, dreiviertel Stunde später dann auf dem Appellplatz, war ein Galgen errichtet oder zwei. Das meiste, was ich erlebt habe, an einem Abend drei Galgen. Zumeist gestandene Häftlinge, die den Versuch unternommen haben, zu fliehen und im Versuch stecken geblieben und auf Flucht stand die Todesstrafe. Und dann war es Usus in Auschwitz, dass diese Häftlinge uns was zugerufen haben. Kameraden, halte durch zum Beispiel. Wir sind die Letzten, dann kommt die dran auf SS-Zeichen. Oder nieder mit Nazi-Deutschland, das lebe das freie Deutschland. Oder nieder mit Hitler, den größten Verbrecher. Und aber auch so, Ruhm und Ehre den großen Stalin. Mhm. Und auch der Sowjetunion. Und dort haben wir uns die Hilfe erwartet. Und im Oktober 1944 war niemand vor dem Tore und auf dem Appellplatz war ein Galgen errichtet. Und wir trauten unseren Augen nicht, unter dem Galgen stand ein Junge. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Und dann wird nach deutscher Gründlichkeit das Urteil verlesen. Der 16 Jahre Alte, folgt der Name, geboren in Saloniki, das wiederum ist Griechenland, hat während eines Fliegeralarms, war kein Angriff, gar nicht, Fliegeralarm, auf der Arbeitsstelle Buna ein Stück Brot entwendet. Wer solche Handlungen begeht, macht sich strafbar. Und dann habe ich noch gedacht, die wollen den Angst einjagen, Scheinhinrichtung. Er hatte schon die Schlinge um den Hals. Wer während eines Fliegeralarms solch eine Straftat begeht, wird mit dem Tode bestraft. Und bevor das Wort kam, ist zu verrichten, also die,
Abvollstreckung. Die Abvollstreckung ist zu vollrichten. Hat er ein Wort gesagt, dieser Junge, was fast in allen Sprachen gleich ist. Sein letztes Wort war ganz leise, wir hörten es aber alle. Mama, dann ist er in den Tod gegangen. Wir sind, ich weiß noch wie heute, ohne zu sprechen, in unsere Unterkünfte gegangen, immer mit dem Gedanken, jetzt wurde ein Junge wegen ein Stückchen Brot umgebracht. Und das habe ich auch dem Gericht gesagt. Ja. Und da trat eine Wahnsinnsstille ein im Gericht. Weder die Vorsitzende des Gerichts sagte was, noch die Anklagebehörde, noch die Verteidigung. Und die Verteidigung wurde aufgefordert, nach dieser Zeugenaussage was zu machen. Und sie sagte, Verteidigung, nach dieser Zeugenaussage werden wir eine Erklärung abgeben. Dann musste das Gericht monatelang warten, bis die Erklärung kam. Und lala, larifari. Ich stelle jetzt mal eine ganz heikle Frage, die auch, glaube ich, viele weitere Fragen aufwirft. Und ich stelle sie ganz bewusst. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie bei all dieser Verbrechen, die Sie selber miterlebt haben, heute wieder von Menschen hören, die sagen, den Holocaust kann es so nicht gegeben haben, das ist technisch nicht möglich, es gab keine Gaskammern, also die den Holocaust leugnen oder relativieren. Mal angenommen, Sie würden jemanden, vielleicht junge Menschen, in einem Café erleben. Sie säßen in einem Café und am Nachbartisch würden jetzt junge Menschen solche Thesen vertreten, weil sie werden immer häufiger im Internet vertreten zum Beispiel. Mhm. Was würden Sie zu Menschen, jungen Menschen sagen, wenn Sie hören, die glauben das und die vertreten diese Thesen, dass das nicht möglich gewesen also, wäre? Also ich habe ja immer einen Ausweis bei mir, einen linken Unterarm. Mhm. Das ist eine den erste Sache. Den würde ich unbedingt zeigen und dann würde ich Ihnen ganz klipp und klar sagen, es ist unverständlich. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie das nicht glauben können, weil es so unheimlich ist. Aber es ist wahr, es entspricht der Wahrheit. Deshalb trete ich auch vor Jugendlichen auf und erkläre diese einzelnen Dinge. Wir haben 6 Millionen getötete Menschen. Davon 1 Million Kinder. Die sind tatsächlich umgebracht worden. Ich würde mir Mühe geben, Ihnen das nochmal zu sagen. An der Spitze natürlich meine Mutter, die da sofort vergast worden ist. Und aus meiner Familie immerhin 22 Menschen. Menschen aus eigener Familie. Das sind natürlich im weitesten Sinne zur Familie. Also Tante, Cousine, Ober, Familie. Also Familie. Familie. Weil, Familie. Aber wirklich. Ja. Dann, das, so würde ich mit denen sagen, es ist keine Erfindung. Ja. Mit Toten kann man nicht. Ich wäre froh, wenn ich es nicht könnte. Also das, so würde ich mit Ihnen sprechen. Und, aber eindringlich, sehr eindringlich. Und es passt gar nicht in unsere Zeit, solche Dinge aufzumachen. Das ist der größte Schande für Deutschland, wenn Sie diese Steine sehen in Berlin. Das Gräberfeld. Ja. Das ist ungeheuerlich, dass man sowas macht und man muss auch reagieren dazu. Das sind Beleidigungen und Dinge, die nicht stehen bleiben können. Mhm. Man muss mit diesen Leuten sich Mühe geben, sie aufzuklären, aber man muss auch die gewisse Grenze kennen. Die Sprache ist verräterisch, die sie bringen. Und das muss man auch sehr deutlich sagen. Also ich habe jetzt mal gesagt, Sie haben in guten Deutschland eigentlich nichts zu suchen, wenn Sie das nicht begreifen wollen. Was da passiert ist. Ja. Nun steht das ja auch. Bei dem Prozess war nebenbei gesagt eine da, die uns zugerufen hat. Auschwitz hat gar nicht gegeben. Ursula Haverbeck. Die wurde dort an Ort und Stelle. Haverbeck, war die dabei?
glaube, die hat Ursula Haberbeck. Das also, könnte möglich sein. Ich glaube, die war auch in so einem Prozess und die ist ja eine bekannte, ja, sozusagen, also relativ absolute Dummheit. Ja. Aber die Polizei hat sie sofort isoliert. Ja. Das ist ja jetzt auch ein Punkt, dieser juristische Punkt. Wir haben ja in Deutschland und ich glaube in allen deutschsprachigen Ländern steht ja Holocaustleugnung als Straftatbestand. Ganz richtig. Und das ist, ist aus Ihrer Sicht richtig? Voll, ist meiner Meinung nach richtig, ja. Das darf nicht stehen bleiben. Das muss solche schwere, ein Strafbestand sein. Man wird noch, ich habe mal gesagt, noch in 500 Jahren wird man diese Holocaust-Geschichte bringen und man wird auch die Täter mit Namen nennen. Mhm. Und wir sind gut daran angehalten, gerade als Deutsche, uns viel Mühe zu geben. Auslöschen können wir es nicht. Es ist geschehen und wenn es geschehen ist, kann auch darüber gesprochen werden. Ja. Teilweise muss auch gesprochen werden. Also wir haben so viel Gutes in Deutschland. Es steht ein völliger Widerspruch zu diesen anderen Dingen, die einmal geschehen sind. Richtig. Ich fragte deswegen nach diesem Straftatbestand nochmal, weil es gibt auch Menschen, die argumentieren, dass das unter Strafe zu stellen, ja eher noch anziehend wirken könnte für gewisse Kreise unter dem Motto, na, wenn das nicht meinungsfrei sein kann, wenn man das nicht sagen kann, dann muss ja was dran sein. So wird ja dann argumentiert. Das ist ja oft eine Argumentationskette, die man dann hört. Das darfst du nicht in Frage stellen. Vielleicht ist ja doch was dran. Und das ist ja das, wo viele auch vielleicht vermuten könnten, oder das ist die Argumentationskette an der Stelle, vielleicht treibt das gerade solchen faschistischen Kräften noch mehr Menschen zu, weil es eben verboten ist und damit attraktiv wird. Sehen Sie diese Gefahr oder wie sind da Ihre Gedanken dazu? Ja, also ich halte das für richtig, dass Deutschland diesen Straftatbestand... So lässt wir es. Ja, und das sagt, ja, das ist echt strafwürdig. Das ist strafwürdig und das muss geahndet werden. Muss verfolgt werden. Okay. Das ist ganz richtig. Wenn Sie jetzt die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland sehen, da kann man ja schon so ein bisschen von einem Rechtsruck sprechen. Ja? Und ist das was, wo Sie in gefährlicher Weise erinnert werden? Was tauchen in Ihnen für Emotionen auf, wenn Sie sich bestimmte Entwicklungen angucken, Umfragen angucken, die Flüchtlingsthematik angucken, vielleicht nach Dresden schauen, Pegida anschauen, die erstarkte AfD anschauen. Was geht da in Ihnen vor? Naja, das ist noch kein Faschismus. Ja. Also das sind Anzeigen, auf die man reagieren muss. Ja. Okay. Sowohl die zugelassenen Parteien müssen Farbe bekennen und müssen da auftreten, aber auch, ich bin der Meinung, dass ich auch einen Beitrag dazu leiste. Mhm. Indem ich in den Schulen gehe und auch ganz offen über diese Dinge spreche. Ich werde ja auch von den Schülern gefragt, was halten die davon, von diesen Leuten? Und da gebe ich ohne weiteres Auskunft. Also ich halte Deutschland, so wie es da ist, gegenwärtig für ein gutes Land. Ja, ein gutes Land. Also das ist der Ausgangspunkt. Ja. Und das sage ich auch. Und aber die Gefahr besteht tatsächlich, erstmal bis dahin. Ja. Was sage ich eigentlich? Ich brauche ja bloß mal aufzuschlagen, was ich sonst... Es gibt ja vielleicht, bevor wir gucken, es gibt ja so einen Satz, der geht jetzt immer mal wieder durchs Internet, den lese ich in verschiedenen Varianten immer wieder, der heißt so sinngemäß, wer nachvollziehen will, wie das damals angefangen hat, kann jetzt live zuschauen. Sehen Sie diese Gefahr auch? Oder ist das was? Es hat anders angefangen. Anders angefangen. Also es ist, man kann es nicht vergleichen, was wir jetzt so erleben, kann man nicht vergleichen mit damals. Nee. Okay. Was sage ich immer noch zuletzt? Was habe ich denn da? Das sind so Skripte aus Ihren Vorträgen. Das ist nur Stütze. Ja. Wenn mir, und das passiert natürlich, dass ich plötzlich ein Wort nicht finde. Ne? Natürlich. Ja. Meinen Sie, ich finde total spannend, wie Sie trotz hohen Alters noch so... Was sage ich denn noch?
auch das bringe ich. Im Epilog, also Brecht ist mein Mann, muss ich sagen. Okay. Im Epilog, das habe ich vorhin vergessen, zu Arturo Uy. Schrieb Bertolt Brecht, sowas hätte fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr, jedoch, dass keiner uns zu früh da jubiliert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das groch. Meistens endlich so. Okay. Jetzt ist uns Leute nicht eingefallen. Wenn ich Sie zu vielleicht einem letzten Statement, zu einer Zukunftsvision bitten könnte, was würden Sie sich wünschen, wie mit diesem Wissen um das, was da passiert ist, mit dem Wissen, was Sie auch anderen weitergegeben haben, damit umgegangen werden soll? Noch stärker das Wort Frieden in den Mund zu nehmen. Die Hauptsache, was wir heute brauchen, ist wirklich Frieden. Und der fällt uns nicht einfach vom Himmel in den Schoß. Dafür müssen wir was tun. Der ist in Gefahr. Die also gesamte Lage international, ja. Nicht unbedingt nur Deutschland, das ist gar nicht so. Mhm. Aber international ist er in Gefahr, es ist ein Mächtegedränge und wir müssen alles tun, um den Frieden zu erhalten. Und diese Rolle, die jetzt der amerikanische Präsident spielt, trägt ja nicht unbedingt dazu bei, in friedlichen Zeiten weiterzuleben. Diese Dinge müssen teilweise kaschiert werden und vor allen Dingen in richtiges Licht gebracht werden. Also ich glaube nicht, dass da 4 Jahre durchhält. Okay. Das mache ich mit dir mal. Okay. Es ist, ja, alles für Amis, ja, einverstanden. Dagegen habe ich nicht. Aber die anderen Dinge, das ist, es wird zu viel Säbel gelassen, ja, dabei. Mhm. International, genau. Ja. Und auch das Bündnis schmieden, die Frage Syrien. Also es gibt eine ganze Masse Herde in der Welt, die gefährlich nach Krieg riechen. Mhm. Sobald sie das meinte ich auch vorhin, ne? Ob Sie so das Gefühl haben, dass wir wieder in einem Vorkriegszeitalter leben. Ja. Das war so nicht ganz so wie damals vergleichbar. Die 30er Jahre nicht. Okay. Aber es tut sich schon was. Es ist nicht zu vergleichen mit 20 Jahre zurück. Mhm. Ja, okay. Das, so ungefähr, ja. Das merken wir. Also ich merke das. Also wer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt marschiert, spürt das schon. Schade. Ja. Okay, gibt es was Ihnen Hoffnung macht, als letzte Frage? Gibt es was, wo Sie sagen, das macht mir ganz viel Hoffnung? Also ich bin was ist ein Mann, der auch im Lager immer diese Hoffnungsgedanken in sich getragen hat. Ohne Hoffnung geht bitte nichts. Ja. Aber wir müssen daran festhalten und an das Gute sehen und das Gute ausbauen und vergrößern und verbreitern und mehren. Ich muss mich ja mit dem Gedanken auch beschäftigen, was sage ich bei der Laudation. Ja. Und erstmal komme ich auf den Gedanken, ich will nach Chemnitz. Dann komme ich mit dem Gedanken unbedingt Frieden. Alles zu tun, den Frieden zu halten, zu sichern, zu mehren. Zu mehren, ja, können nicht genug tun. Also das, und nicht bloß Worte. Ja, also, okay. Es wird uns nicht geschenkt. Frieden wird uns nicht geschenkt. Nee, gibt's nicht. Das stimmt. Ja. So, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Ach ja. Und dass wir hier sein durften. Ganz und schauen uns jetzt noch gemeinsam, und das bringen wir noch so ein bisschen in dieses, ins Ende der filmischen Aufnahmen noch mit hinein, so noch ein paar Dokumente von Ihnen an. Sie haben noch die Häftlingskleidung, nicht Ihre, aber eine Häftlingskleidung, die Sie uns zeigen wollen. Das hat uns eine Witwe gegeben. Ja. Und an der Kleidung werden Sie merken,
Ich habe nie den Stoff gesehen, das war ein Funktionshäftling. Ja. Auch an der Nummer merke ich das. Das okay. war ich immer. Wir sagen erstmal an unsere Zuschauer an dieser Stelle Tschüss und blenden noch einiges ein. Und ich hoffe, wir haben das ein oder andere bewegen in Erfahrung. Das ist ja auch interessant. Jetzt, wo wir fertig sind, kann ich ja eben mal das zeigen. Das lasse ich auch durchgehen. Die Olympischen Spiele in Berlin. Ja. Waren auf der Kippe. Die Amis haben nicht mitgespielt, dass die durften keine jüdischen Sportler an den Start gehen sind. Und da haben die gesagt, das muss sein, haben die Amis gesagt, sonst treten wir auch nicht an. Und da hat man sich erinnert an eine deutsche Florett-Kämpferin, Helene Meyer. Die war aber schon in New York und die Mutter lebte noch in Frankfurt am Main, hat man die Mutter aufgesucht und hat gesagt, sie müssen alles tun, damit sie ihre Tochter wiedersehen können. Die muss wieder für Deutschland starten. Das gelang der Mutter nicht. Dann ist man nach Amerika gefahren, hat den Spieß umgedreht und hat gesagt, sie müssen alles, sie müssen wieder für Deutschland starten, sonst sehen sie ihre Mutter nicht wieder. Na, welche Tochter will die Mutter nicht wiedersehen? Also Helene Meyer startet und jetzt habe ich mir das Bild organisiert. Die den Nazi-Gruß zeigt, ist die Jüdin Helene Meyer. Die steht auf dem Siegerpodest und das lasse ich auch rumgehen, um mal auch diese Stelle zu zeigen. Und ein Jahr später wird sie Weltmeisterin unter der Flagge von Vereinigten Staaten in Paris. Also das ist auch so ein schönes Ding. Und dann habe ich versucht, einen Stamm aufzutreiben. Und das ist mir in Deutschland nicht gelungen. Aber in Chemnitz nicht. Und dann habe ich einen ehemaligen KZ-Häftling. Und ich trete vor Jugendlichen auf. Vielleicht kannst du, der kommt aus der Tschechei, aber ist der gleiche. Und dann habe ich mir mal den Stern angeguckt und das, wer das gemacht hat, ihn auf Pappe aufzuziehen oder mit Sicherheitsnadeln, ist inhaftiert worden. Wer den Stern getragen hat und verdeckt hat oder den Stern überhaupt nicht getragen hat, ist inhaftiert worden. Und wenn, ich kann mir vorstellen, dass die Mutter gesagt hat, schau mal schnell die Kartoffelschalen raus, hat sie gesagt, ich muss erst mal suchen. Und da hat sie sich so, wo ich den fest mit der Oberbekleidung, das ist so hinaus, also das war nicht gestaltet. Und wer denkt, in Deutschland gab es bloß ein äußeres Kennzeichen, irrt. Mhm. Die anderen habe ich nicht auftreiben können. Mhm. Wie da waren Zwangsarbeiter aus Polen, die haben so ein groß gehabt, auf weißem Grund ein blaues P. Und die Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, die bekamen ein, auch so groß, da stand drauf Ost. Mhm. Also hatten wir schon drei. Außergewöhnlich, ich wäre manchmal gefragt, haben Sie denn auch mal, es kommen die verrücktesten Fragen. Unter anderem die Frage, haben Sie mal Hitler gesehen? Mhm. Das sage ich, das klingt jetzt ulkig. Ja. Was? Mit sowas haben Sie gar nicht gerechnet. Und dann sage ich, wie ich den gesehen habe. Und das ist typisch faschistisch, was ich da erlebt habe. Ich habe Koch gelernt in Berlin. Lützowstraße. Und plötzlich fehlte dem Küchenchef irgendetwas, das kommt in jeder besten Küche vor. Renn mal schnell auf die Potsdamer Straße, hol das dort und dort. Na, war ich noch zu dem Küchenchef, darf ich meine Mütze aufsetzen? Das war was. Küche, während der Arbeit haben sie nicht, aber sonst ist ein stolzes Merkmal. Also ich bin auf die Potsdamer Straße gerannt, ich war kaum auf der Potsdamer Straße, kommt ein Lautsprecherwagen. Mhm. Der sagte drei Worte. Der Führer kommt. Jetzt war das wie ein Schalter. Alles ging zum Straßenrand und schon die Hände. Mhm.
Dann ist er vorbeigerauscht ins Sportpalast. Am Potsdamer Straße, ja, ganz weiter hinten ist der Sportpalast gewesen. Und als er vorbei war, wie auf Kommando, hat sich alles wieder bewegt. Ist das nicht ein typisches faschistisches Merkmal? Dieser Gehorsam. Dieser Untergehorsam. Also, es steht alles so da. Mhm. Ja. Werden zum, nicht mehr zum Individuum, sondern sind in, verschwimmen in der Masse. Ja, ja, ja. Okay. Aber erst habe ich gedacht, ob sollst du das bringen? Und dann habe ich gedacht, ja, ich bringe manches nicht, davon abgesehen. Na. Also, mache ich nicht. So, wir sind am Ende, denke ich. Gut, dann sage ich mal... Ach so, ich habe das gerade, alles aber gerade ausgepackt. Wollen Sie uns hier noch zeigen? Na, ich muss es dann wieder zusammen... Hat bloß eine Uniform von einem Funktionshäftling. Ja. Das können wir Setz dich ruhig wieder hin. Das können wir schon so sagen. Und als er in Chemnitz gestorben ist, hat die Frau gesagt, ihr könnt das vielleicht gebrauchen. Wir können es aber ganz raushängen. Das sieht man schon an der Nummer. Eine kleine Nummer, politischer Häftling. Der Stoff, den habe ich nie zu Gesicht bekommen. Also, und ich freue mich, dass sie uns, diese Witwe damals, das zur Verfügung stellt. Das hänge ich mit hin, wenn ich spreche. Damit ich auch von dieser... Hoppla. Ist da noch was drin? Irgendwie. Ja, ich vermisse nämlich was. Na, das haben wir gezeigt. Das war die Karte, ne? Ist da noch was drin? Nee, Tuch oder irgendwas? Nee. Tuch ist nicht drin. Nee. Hoppla, wo ist denn das Tuch? Dann muss ich mal suchen, wo es ist. Ja. Wollen wir das erst noch, vorher das noch ein? Ja, das müssen wir mit reinbringen, ja. So, das war's. Ich bitte mich zu entbinden. Okay. Nee. Ja, machen wir. Vielen lieben Dank. Ja, ist klar. Für diese Zeit, die Sie sich genommen haben und für Ihre Erinnerungen, die Sie mit uns geteilt haben. Und dass Sie uns die Ehre erwiesen haben, aber dass wir mit Ihnen sprechen. Wenn es meiner noch gelungen ist, können wir ja. Vielen lieben Dank. Okay. Ich habe es gerne gemacht. In dem Sinne, herzliche Grüße und ich hoffe auch an die Zuschauer, wir haben einiges bewegen, ergründen und ja, miteinander teilen können. Und das Abschlusswort zum Thema Frieden, Frieden mehren, Frieden bewahren und Frieden sichern, auch in einer Zeit, die es nötig hat, dass Frieden bewahrt bleibt. In diesem Sinne.